Seid gegrüßt, liebe Leute. Ich und Sella reagieren heute auf Jungfeldsalat, welcher mich wirklich übelst angegriffen hat. Naja, Jungfeldsalat reagierte seinerseits auf den Talk zwischen mir und Nathan und ja, was er da so gesagt hat und warum er mich letztlich, das kann ich glaube ich schon mal spoilern, aus dem Chat gesperrt hat. Das schauen wir uns heute nochmal an. Ich hatte, wie ich gerade gesagt habe, heute schon einen Gast da. Hallo Sella. Ja, hallo. Er freut mich wie immer. Ja, er wollte heute mit mir ein bisschen zusammen reagieren und ja, ich es bei diesen ja, Streams und auf Walkies reagiert, glaube ich, auch immer ein bisschen einfacher, wenn man zu zweit ist. Lass mal, ich kenne ja die ganze Palette der Leute eh, also. Du meintest ja auch mal, die haben dich radikalisiert. Ja, so ein bisschen. Aber das ist, ja, das ist wieder. Ich merke, sie radikalisieren dich so ein bisschen. Aber das ist auch verständlich. Also, ich meine, du hattest dich ja schon ziemlich aufgeregt bei Nathan im Gespräch, aber das ist auch verständlich, weil man die provozieren ja scheinbar absichtlich da, ne? So ein bisschen. Ja, ich hätte ruhiger bleiben müssen, aber am Ende ist er ja geragequittet, das heißt, selbst auf dem Feld. Ja. Und er hat mich auch ständig unterbrochen, also dass er nicht mal Nimm-Regeln gelernt hat, das ist ja schon bezeichnend. Ja, also sehr ich glaube, oft, selbst auf dem Feld, obwohl ich etwas emotionaler geworden bin als sonst, habe ich jetzt nicht den Kürzeren gezogen. Ja, und wo du dann halt angefangen hast, über inhaltliche Sachen wie BSW zu reden oder über Syrien, da hat er dann immer schnell versucht abzulenken so und ja, sehr seltsam. Ja, also ja. Ja, darum soll es jetzt auch gehen. Nathan hat ja versucht nachzuweisen, dass ich ein böser, böser AfD-Sympathisant bin und insgeheim Björn Höcke anbete oder so ähnlich. Ja. Ich meine, ja, du. Ne, du hast ja schon ein bisschen länger mit mir zu tun. Habe ich sowas in die Richtung jemals gesagt? Nee, du hast halt meistens, wenn du politische gesprochen über Höcke, aber jetzt nichts so irgendwie, dass du Fan wirst von ihm erst, geschweige denn irgendwie. Weiß ich nicht, sympathisch findest oder was auch immer. Du hast halt nur gesagt, politisch sind sie halt nicht so, ist er halt nicht so neoliberal eingestellt, wie halt der Flügel von Weidel und Co., ne? Also, ja. Dann sei mal gespannt auf das, was unsere zwei Meisterdetektive Jungfeldsalat und Nathan hier rausgefunden haben. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, wir beginnen mal. Definition: Welche politischen Einstellungen sorgen dafür, dass jemand zur Siffbubble gehört? Also zum Beispiel, wenn du sagst, dass du dir für den Osten Deutschlands eine Minderheitsregierung wünschst, dass die AfD... Ich finde das so geil, dass vor allem Leute, die halt ständig von der Woke-Bubble sprechen und von den Woken und nicht genau sagen können, wer da irgendwie dazugehört. Also, ne, er hat das vorhin so umrissen und hat gesagt, ja, das hängt von dem und dem und dem ab. Also, ich glaube, da kann ich gleich mal einsteigen. Das war eine ziemlich schöne Stelle. Ich hatte ja ungefähr geguckt, wo hat er angefangen, irgendwelche Belege zu zeigen. Und kommt gleich, dazu kommen wir gleich, aber erstmal meine Definition von Wokismus. Erstens, identitäres Politikverständnis im Hinblick auf diese Opferpyramide und zweitens identitäres Politikverständnis im Hinblick auf Gut und Böse. Wenn Nathan irgendwen als Faschisten, als Rechtspopulisten, als Rechts, als was auch immer diffamiert oder als Siffbubble, also er kann es nennen, wie er will, dann ist das eine Art von Feindmarkierung. Dann sagt er, das sind unsere Feinde, die müssen wir aus dem Diskurs ausschließen, die müssen wir besiegen. Genau, darf ich da mal ganz, ganz kurz einhaken? An der Stelle. Also ich habe das ist mir gestern aufgefallen, aber wir müssen uns da auch vielleicht mal in die Verantwortung nehmen. Wir sagen ja auch zu ihnen die Wokies, hat der Jan Felser ja gerade gesagt. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Also wir sagen ja auch zu ihnen die Wokies. Das ist ja auch eine Art Markierung. Oder was wird es? Also, es ist eine Beschreibung ihrer politischen, es ist ja nicht mal eine negativ geframte, das ist einfach ein Wort, das wir aus den USA übernommen haben. Und die könnten, also dass das Wort so negativ konnotiert ist, das hängt ja sehr stark mit dem Verhalten dieser Bubble zusammen. Aber das wenn diese stimmt. Leute rechts sagen, das hat sich ja auch im Talk mit Nathan ganz klar gezeigt, dann haben sie da keine klare Analyse von. Diese Leute wissen nicht, was Faschismus ist. Also als ich da gefragt habe, okay, wenn man jetzt eine andere Staatsbürgerschaft, das Staatsrecht will, wie es CDU und SPD früher auch wollten, dann ist man quasi so schlimm wie eine politische Partei, die halb Europa erobern und alle Juden ausrotten will. Und Nathan so, ja, ja. Ja, die Schere da, diese Diskrepanz habe ich gestern auch im The Reaction gemerkt, die ist schon weit, ne? Also auf der einen Seite, wenn du schon sagst, zum Beispiel jetzt, ne, wenn du schon sagst, es gibt nur zwei Geschlechter, setzen die schon gleich mit, du willst Ausländer ne, töten oder umbringen oder rausschieben. Ja, dann will ich ne? nur Transmenschen in Lager stecken. Das hat Dara ja auch über Marie-Louise Vollbrecht gesagt.
Weil du musst ja irgendwo mal einen Punkt machen, sag ich mal. Du musst ja irgendwo unterscheiden können, dass es nicht dasselbe Gewicht, das nicht wiegt, wenn du zum Beispiel sagst, es gibt uns zwei Geschlechter, nicht so doll wiegt, wie wenn du wirklich, was die Nazis früher gemacht haben. Und die sagen ja, ihr seid Nazis teilweise. Ne? Aber nochmal kurz zur Sif-Bubble, das ist ja auch so ein Ding, ne? Sie sagen doch auch, ja, Sif. Und wenn sie dann, du hast ja ihn auch gefragt, ja, was ist denn Sif eigentlich? Und du gehörst definitiv nicht zur Sif-Bubble. Also was soll denn Sif bedeuten erstmal? Ich gehöre zur Sif-Bubble, das sind ihre Feinde. Da wird jeder zugepackt, ja, aber, gegen den man gerade agieren will. Die Sif-Bubble ist eigentlich so eine Bubble auf Twitter. Das ist eigentlich mit Sif gemeint. Das soll eigentlich eine Bubble auf Twitter sein. Das hat mir der Baba Bartonik und Co. auch schon gesagt. Oder andere Leute. Dass Sif quasi so eine Bubble auf Twitter ist, die halt irgendwelchen Mist posten. Irgendwelchen Quatsch. Nein, nein, dann hat es anders definiert. Also er hat gesagt, ja, das sind so Leute, die ganz unterschiedlich sind und die auch antifeministisch sind, die gegen Linke schießen. Ja, so ungefähr. Also hat so rumgedruckst. Okay. Er kannte keine Definition. Also er hätte auch einfach sagen können, das sind meine Feinde. Also das wäre die ehrliche Definition, das sind meine Feinde. Die bezeichne ich so. Weil, und wer gehört dazu? Gehöre ich auch zur Sif-Bubble? Ja, wahrscheinlich, ja, weil ich nicht in Kontakt stehe. Aber nach der Logik, weißt du, ich habe ja zum Beispiel, jetzt nur mal kurz am Rande, ich habe ja Diss-Track gegen Björn Höcke gemacht. Bernd, nee, Björn. Dann laut dieser Logik, da du ja mit mir in Kontakt stehst, müsstest du ja auch Höcke doof finden, weil ich das ja gemacht habe, weißt du, das... Das könnte ich genauso gut sagen. Das ist Freund. Ja, es ist eben keine Logik. Das ist ja das Ding. Es ist halt einfach nur, ja, der hängt mit dem und der macht dies und so ein Quatsch. Also. Naja. Aber das ist natürlich einfach kreiert, sag ich mal. Das ist ja ein Konstrukt. Und ich finde es so witzig, dass dieses abstrakte Konstrukt, das niemand so richtig erfassen kann und man nie so richtig sagen kann, wer gehört dazu und wer nicht. Schreibt mal rein, ist Zeller ein bisschen laut oder ich ein bisschen leise oder ist der Stream heute ein bisschen. Laut, sollte eins zu laut sein, dann gleiche ich die Lautstärken gleich mal an. Nee, alles gut, dann weiter. Von den Leuten kommt, die sagen, ja, was bedeutet denn Sif? Was bedeutet das? Wer gehört da dazu? Ja, Digga, das ist halt genau so ein Begriff wie eurer. Okay, da in die Regierung kommt, von BSW geduldet. Also dafür, dass ich eine Äquidistanz zwischen der Haltung, sorry, dass ich jetzt nochmal unterbreche, um den Punkt nochmal zu machen. Ich benutze Woke nicht als Abwertung, sondern einfach als deskriptiver Begriff, genauso wie ich Faschismus als deskriptiven Begriff verwende. Ich verwende das nicht, um zu sagen, der andere ist böse. Also das ist jetzt der Unterschied zu dem, wie die Woken solche Begriffe verwenden. Andreas Kemper, okay, jetzt führe ich den Punkt doch noch mal ein bisschen länger aus. Man kann seine sehr idealistische Herangehensweise durchaus kritisieren, aber der hat bei Jung und Naiv was Interessantes gesagt. Die Funktion von Sprache im Faschismus ist nicht die Beschreibung der Realität, sondern die Wiedererkennung in der Gruppe, weil die Faschisten eben so ein extremes Freund-Feind-Denken haben. Also, also deswegen sagen die auch immer, wir müssen den Kampf um die Sprache gewinnen, wir müssen bestimmte Wörter wieder sagbar machen, damit wir uns auch unseren Verbündeten immer klar zu erkennen geben können, beispielsweise. Also aber das ist bei den Rechten ja auch so, ne? Ja, wie gesagt, bei Faschisten halt am extremsten. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass alle Rechten Faschisten sind, aber die wollen ja auch Remigration wieder einführen, die Wörter, und halt das salonfähig machen. Das, ne? Ja, und genau das ist bei den Walkies so. Hufeisen, sag ich nur, ne? Kennst du ja nicht Hufeisen, das ist eine schwachsinnige Theorie. Das ist dieser Totalitarismus. Also, ja, die diente dazu, diesen Sowjetkommunismus mit dem Faschismus gleichzusetzen. Und das passt in vielerlei Hinsicht nicht. Erstmal, weil der Faschismus bezüglich seiner Klassenbasis dem Liberalismus wesentlich ähnlicher ist. Und auch dieser Wokeismus, der hat ja wenig mit dem Sowjetkommunismus zu tun. Das ist eine liberale Degenerationserscheinung. Das ist ein liberales Gegenprojekt zum ursprünglichen Linksradikalismus. Naja, das Hufeisen besagt ja nur. Also jetzt, wenn man das jetzt so abseits von dem Geschichtlichen sieht, dass quasi die extremistischen Seiten halt schon nah aneinander liegen. So. Ob man jetzt links oder aber rechts ist. Ja, das ist eine ziemlich dumme Definition, weil solche politischen Methoden, wie extrem die sind, das hängt immer von Reziprozität ab. Wenn deine Feinde dich vernichten wollen, dann schaukelt sich das eben gegenseitig hoch. Also auch die deutsche Demokratie, die sagt ja auch, okay, wenn du jetzt eine extremistische Partei hast, KPD oder Sozialistische Reichspartei wurden verboten. Also ist das antidemokratische Maßnahme? Ist das Einschränkung der Opposition? Selbstverständlich. Deswegen, Methoden sind immer relativ. Okay. Interessant auf jeden Fall, deine Ansicht mal dazu hören. Ja, wie gesagt, man muss sich immer die Klassenbasis anschauen. Und die Klassenbasis des Wokeismus, die ist das Großkapital. Also genauso wie das Faschismus. Deswegen sage ich ja, dass der Wokeismus ein liberales Gegenprojekt ist.
dass der sowas ist, was für Linke gemacht wurde, was hatten wir auch in unserem ersten Talk tatsächlich besprochen, inwieweit die USA damit die europäische Linke unterwandert haben. Ja, stimmt. Das hatten wir besprochen, genau. Ja. Haltung des BSW zu bestimmten Parteien fordere, das macht einem. Nein, es geht dabei darum, dass du gesagt hast. Du hast gesagt. Strategische Vorschläge für die Zusammenarbeit im Parlament hat, das ist doch absurd. Nein. Das ist doch keine Einordnung zu irgendeiner Bubble. Nein, du hast. Du wolltest ja wissen, ein Beleg dafür, dass du der AfD zuarbeitest. Und wenn du sagst, dass dass es nur zwei wählbare Parteien in Deutschland gibt, die AfD und BSW. Nein, alles das habe ich nicht gesagt. Ist, ja doch, du hast gesagt, alles andere. Nein, du unterstellst mir das habe ich nicht gesagt. Du denkst dir gerade Schwachsinn aus. Okay, du hast gesagt, es gibt nur zwei Alternativen zum Mainstream und das ist die AfD und auf der rechten Seite und das ist BSW auf der linken Seite. Und dann hast du gesagt, dass du dir für den Osten wünschst, dass da eine Minderheitsregierung der AfD stattfindet mit Duldung von BSW. Also ganz ehrlich, bist du intellektuell nicht in der Lage, mir zuzuhören? Oder wieso unterstellst du mir hier sowas? Ich habe gesagt... Digga, wieso ist er denn so direkt so sauer? Was ist denn da los? Absolut. Ja, also warum ist man sauer, wenn einem ständig sauer Sachen unterstellt werden? Wenn man über einen lügt und Sachen unterstellt werden und man sagt, nein, es ist nicht so und man trotzdem weiter darauf beharrt, doch, das meinst du so. Das ist immer dieses Leuten wirklich mit dem schlechtesten, ne, mit den schlechtesten Intentionen irgendwie einen dieser ankreiden wollen. Dass man die schlechtesten Intentionen hat und keine Ahnung. Ja, ich würde sogar sagen, Nathan lügt absichtlich. Also ich würde ihm gar nicht mehr ich habe in meinem Talk einige Male unterstellt, dass er mich nicht versteht. Ich würde genau sagen, er weiß, dass er lügt, er weiß, dass er da Schwachsinn verbreitet. Aber Jürgen Feldsalat hat versucht, diesen Schwachsinn gleich noch zu belegen. Deswegen bin ich auch genau die Stelle hier gegangen. Ach, der Jürgen Feldsalat, als ob der irgendwas belegt, das ist auch genauso ein Schwätzer. Also der hat auch null Ahnung von irgendwas. Der nimmt Nathans Quellendokument. Ja. Blano Blankhorn, moini. Das kann ich ja belegen, dass du das gesagt hast. Nein, du kannst es nicht belegen. Doch? Ich habe nicht gesagt, ich wünsche mir, dass die AfD gewählt wird. Ich habe gesagt, wenn es strategisch die Möglichkeit gibt, mit der AfD zu kooperieren, in Form von einer Minderheitsregierung, dann sollte man nicht mit der AfD in eine Koalition gehen, sondern dann sollte man die AfD und die anderen Parteien strategisch günstig gegeneinander ausspielen, um für sich selbst das beste Ergebnis rauszuholen und am meisten seine eigenen politischen Inhalte. Nein, das ist von einer Minderheitsregierung. Das ist eine strategische Frage innerhalb unseres Lagers. Und was ist jetzt dein Problem daran, wenn ich so etwas sage? Okay, soll ich es abspielen? Ich glaube, ich kann mein Problem noch mal kurz erläutern. Nathan gehört zu einem anderen politischen Lager. Er will unsere Souveränität einschränken. Er will uns Vorschriften machen, mit wem wir zu koalieren haben oder mit wem wir überhaupt zusammenzuarbeiten haben. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht für eine Koalition. Das habe ich auch mehrmals gesagt. Ist ja egal, wie häufig man das betont. Aber Nathan versucht, uns Vorschriften zu machen, mit wem wir zusammenarbeiten sollen. Und das ist eine unfassbare Anmaßung. Ey, die können gerne so weitermachen. Eigentlich ist das sogar gut. Diese Harkons und Feldsalats und Neitans, weil je mehr die das machen, desto mehr Leute werden für sich von ihnen abwenden und haben keinen Bock mehr auf die. Sie treiben Leute dann zur AfD. Ja, das ist halt das Ding. Entweder zur AfD, aber wenn wir die abfangen können, vielleicht von der BSW. Nee, sie treiben auch unser Lager näher an die AfD. Also wenn sie uns wie Feinde behandeln und uns aus dem Diskurs ausschließen wollen, ich meine, wenn man uns quasi so framed, als würden wir mit der AfD zusammenarbeiten, was ist denn dann das Ziel? Man will alle, die irgendwie in unserem Lager sind, in Richtung AfD treiben, damit man diese Polarisierung hat. Man will keine Zwischenposition, man will diese Polarisierung und dann will man den Feind geschlossen vernichten. Man will ihn markieren und dann zerstören. Ja, wie gesagt, aber ich denke, wenn ich habe es ja wirklich oft erlebt, dass Leute wegen ihn oder zumindest teilweise wegen ihnen oder ein Grund auf jeden Fall war es, dass sie sich von lieber zu den Rechten gegangen sind. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt eine Alternative mit der BSW darstellen, weißt du, vielleicht können wir die dann noch abfangen, bevor sie zu den Rechten kommen, das meine ich. Aber ja, natürlich hast du recht, im Grunde sind die AfD oftmals die Nutznießer. Aber wie gesagt, vielleicht mit der BSW haben die jetzt eine Alternative. Es geht mir gerade um die Intention der Wokies. Die wollen keine Zwischenposition. Deswegen bekämpfen sie uns härter als die AfD. Ja, klar. Ja, sowieso. Das sowieso. Ich habe ja auch nie gesehen, dass sie sich mal... Das Maximalste, was sie machen, ist sich über Reichsbürger lustig machen. Haha, guck mal, wie blöd die sind. Das macht ein Hakon gerne. Aber inhaltlich ist da nichts mal, dass sie mal Honigwabe reagieren oder wirklich mal das entkräften, weil die offensichtlich auch keine Argumente dazu haben. Oder sie wollen ihnen ja auch keine Plattform bieten. Das sagen sie ja auch immer. Keine Plattform bieten. Also, ja, wenn die auf, keine Ahnung, Niklas Lotz reagieren. Also, der hat viel mehr Reichweite als die. Oder wenn die auf eine Rede von einem Höcker reagieren. Also, den kennen Millionen Menschen. Also, das ist einfach Quatsch.
Aber das geht halt aber nicht hinaus über, haha, guck mal, wie doof der ist, weißt du? Das sind halt ja, aber das so, ist ein vorgeschobenes Argument, meine ich, mit diesem, wir wollen ihm keine Reichweite bieten. Natürlich, natürlich. Das ist einfach nur, sie haben keine Argumente. Das ist einfach so. Und sie hoffen, dass sich da die höhere Ebene drum kümmert. Sie hoffen, dass denen die Kanäle gesperrt werden. Sie hoffen, dass sich da der Verfassungsschutz um sie kümmert. Und deswegen hatte ich ja bei Neidhan auch gefragt, willst du, dass beispielsweise Antifeministen gebannt werden? Also da hat er sich ja auch überall rumgedruckst. Nach dem Motto, meine Bubble kennt zwar andauernd Leute, aber ich habe damit nichts zu tun. Also ich persönlich habe mich jetzt an Cancel-Kampagne XY nicht beteiligt. Also das wäre so, wie wenn du irgendeinen Al-Qaida-Terroristen dazu befragen würdest, was er von den Ungläubigen hält und ihn dann nach 9-11 befragst. Dann könnte er sagen, ich hatte mit 9-11 nichts zu tun. Also klar, ich hasse Ungläubige, aber damit hatte ich nichts zu tun. Das kannst du mir jetzt nicht vorwerfen. Hey. Ja, das hat offensichtlich zu diesem politischen Lager. Also auf diesem Niveau argumentieren diese Leute. Und ja, ich habe sie gerade mit Islamisten verglichen, weil ich das für einen sehr guten Vergleich halte. Oh, das wird jetzt aufs Brot geschmiert, warte mal ab. Aber nur kurz noch, ne, was du gesagt hast, das ist mir auch aufgefallen, oder ist schon länger aufgefallen. Ich war ja eine Zeit im rechten Lager und es ist wirklich so, die haben sich mit uns kaum auseinandergesetzt, aber was die Zielscheiben sind, Sinans Woche, Imp, Proletopia, du, ne, alle quasi, die nicht recht sind, die wissen auch ganz genau, dass, in Anführungszeichen, ich sag jetzt einfach mal, wir nicht recht sind, ne, das wissen die. Aber die versuchen halt, das hat er ja auch selber gesagt, Erwin Talk, glaube ich, war das, er hofft halt, dass ein paar Leute noch, in Anführungszeichen, zur Vernunft gebracht werden und zu ihm rüberkommen. Weil er weiß genau, dass wir nicht rechts sind oder ne, dass wir links sind. Er hofft halt, dass ein paar Leute da abspringen zu ihm, quasi. Das hat er selber gesagt im Gespräch. Ich glaube, deswegen wurde auch ein Sinan so hart bekämpft von Karl und Cody. Ja, da ging's ja auch, war auch eine halbe Mobbing-Kampagne, was da ablief. Ne? Ich glaube, wir haben auch gehofft, dass der einfach einknickt. Ich meine, bei dem Gronkh, der noch ein bisschen unpolitischer war, da hat es ja sogar geklappt. Der war ja wesentlich größer und trotzdem hat er ohne Not gesagt, nee, ich spiele das Spiel doch nicht. Also ja, ist natürlich jetzt nicht so ein total hyperpolitisches Thema, so kann man jetzt das Spiel spielen oder nicht, aber es hat letztlich funktioniert bei einem Gronkh. Also Ja, natürlich, man hofft natürlich, das hat ja auch Neidhan gesagt, Proletopia, wenn du das und das eventuell anders machst, Erwin, dann können wir dich akzeptieren, dann können wir dich wieder aufnehmen, weißt du? Du musst aber halt mit allen mitgehen, was sie wollen. Also, ja. Sie wissen schon, dass wir nicht rechts sind. Die sehen, die merken das schon, aber sie diffamieren dich, wenn du halt trotzdem nicht ihrer Meinung bist, weißt du? Wenn du quasi sagst, nö, ich komme nicht zu euch, ich habe da und da andere Position, dann gehörst du halt nicht zu. Es ist halt wie eine Sekte, aber das ist halt ähnlich auch bei den Rechten. Das ist nicht ganz so krass, aber es geht schon aus meiner Meinung nach so in eine Richtung. Ne? Aber kommt, wie gesagt, ich würde, also die Rechten sind ja wesentlich differenzierter. Die Rechten, die haben auch nicht kulturelle Hegemonie, die können gar nicht so effektiv canceln. Also ich weiß, du hast da jetzt negative Erfahrungen gemacht, aber insgesamt. Nee, ich gebe dir auch recht. Die sind auch in Ordnung, mit denen kannst du auch wenigstens reden und wirst dann nicht gleich gebannt. Also das muss man ihnen auch, und dann, es gibt dort auch vernünftigere halbwegs, aber wenn du jetzt da in den Chat gehst, da wirst du ja nur beleidigt, wenn du da eine andere Meinung hast. Stell dir mal vor, irgendein rechter Kanal, egal wie groß, hätte sich so verhalten wie ein Seth Van Doom. Na, ja, der wäre weg sofort. Oder nicht mal ein rechter. Glauben. Also es reicht irgendein mittiger Kanal. Also KuchenTV wurde für wesentlich weniger gebannt und der war wesentlich größer. Da habe ich nicht alles mitgekriegt, aber kann gut sein. Also, dass Seth dann Van Doom da rausgehauen hat. Also erklären. Also der hat sich ein Stream mit ein paar Freunden da hingesetzt und dann ganz viele Bier geleert und er hat dann die ganze Zeit besoffen Witze über Shoyoka gemacht. Das war jetzt nicht freundlich, aber wegen sowas sollte man meiner Meinung nach nicht gebannt werden, da ja auch nichts Strafbares bei war. Und Twitch sollte meiner Meinung nach auch gar nicht die Möglichkeit haben, Leute zu bannen. Sowas sollte in einem Rechtsstaat halt über staatliche Stellen funktionieren. Achso, hat Dara hat auf dich reagiert, genau? Ja, wenn wir das, das kann ich hier, glaube ich, mal sagen, wenn wir das VOD von Dara hat, wo er auf mich reagiert, bitte irgendwie runterladen oder was auch immer. Also Erwin schaut es scheinbar gerade. Oh, da muss ich das nur kurz Erwin mal anschreiben. Der schaut sich das heute an. Ja, dann schreibe ich Erwin mal an. Also, wenn ihr irgendwelche VODs von Leuten seht und diese VODs nicht online sind, dann könnt ihr mir die gerne schicken. Ja, bei KuchenTV schreibt es gerade einer, vor Gericht hat KuchenTV auch gewonnen. Also ihr seht, in einem rechtsstaatlichen Verfahren sieht man, dass solche Cancel-Verfahren keinen Hand und Fuß haben, sondern dass hier die Marktmacht eines Unternehmens ausgenutzt werden sollte. Die Walken, die können das, weil sie kulturelle Hegemonie haben.
Ja, du sollst es nicht abspielen, du sollst sagen, nein, was dein Problem daran ist. Weil du ja lügst. Das ist auch so krass, ne? Nightan sagt, ey, ich spiel's ab. Nein, nein, du sollst mir sagen, was das Problem daran ist. Was an deiner Aussage, die du gerade revidiert hast, obwohl du sie eigentlich gesagt hast, bitte, Nightan, nimm diesen Das Problem daran ist, dass Nightan diese Sachen, ihr kennt doch alle YouTube-Kacke-Videos, dass er die so zusammenschneidet, dass es so aussieht, als hätte ich Aussagen gemacht, die ich nie gemacht habe. Nightan lügt. Und das weiß ich. Also alles, was von ihm kommt, ist grundsätzlich eine Lüge. Und selbst wenn es keine sein sollte, dann ist die Intention in der Gestalt vergiftet, dass er mir irgendwas unterstellen will, was ich nie gesagt habe. Ich hoffe, ihr habt mir gerade alle zugehört. Alles, was von Nightan kommt, müsst ihr grundsätzlich als Lüge annehmen. Wenn er es nicht klar belegt. Also wie gesagt, irgendwelche Zitate aus dem Kontext zu schneiden, ist kein Beleg. Könnt euch den ganzen Talk anhören, also aus dem Kontext, da wird immer klar, dass das, was er hier beschreibt, Unsinn ist. Und ich erkläre es ja auch. Aber das haben die Leute ja bei Proletopia auch immer gemacht, ne? So ein Alerta oder so ja, auf Twitter. Ja, ja. Oder genau das ist Sachen es. Irgendwas zusammenklipsen da und ja. Und so gehst du eben auch nicht mit Freunden um, um nochmal auf diese Lagerteilung einzugehen. So gehst du halt nur mit Leuten um, die du canceln willst. Mhm. Ja, oder zumindest schaden willst, ja. Das ist eine Strategie der Diskurszerstörung und nicht des Diskurssuchens. Also sie könnten ja bessere Argumente als wir haben. Mhm. Drohmann überarbeitet den, bitte nicht die originale Aussage abspielen. Ich denke mal, what? Das kannst du einfach abspielen, wenn du möchtest. Ich spiele ab! Nee, du sollst sagen, was dein Problem daran ist. Okay. Das ist so unangenehm, wirklich. Naja, nein, das Vorwürfe sind da doch hart. Ja, man hätte ja jetzt mal die Möglichkeit gehabt, den Originalton zu hören vom Akitator, aber er verweigert sich ja. Wie gesagt, alles, was Nightan zusammenschneidet, ist a priori eine Lüge. Alles, was von Nightan kommt, ist in feindlich gesonnener Absicht zusammengeschnitten worden. Ich gehe erstmal davon aus, dass nichts davon stimmt. Ja. Komm, dachte, jetzt kommt Widerspruch eventuell von dir. Nee, ich kann es halt nicht beurteilen. Ich hab den Ausschnitt auch jetzt nicht im Kopf mehr, wo du das gesagt hast. Wie gesagt, ey, Jungfensterlad wird gleich einige zeigen. Das hatte ich mir noch nicht angesehen. Ich habe nur gesehen, oh Gott, der sucht dann ja so, nur sogar noch was raus. Und dann können wir mal darauf eingehen. Deswegen hatte ich jetzt hier drauf reagiert. Ich meine, Jungfensterlad, wenn du das siehst, du könntest ja mal in die eine Debatte gehen, mal über andere Themen. Vielleicht mal wirklich inhaltliche Themen, Wirtschaft oder so. Ne? Stimmt. Was du da anzubieten hast. Ich glaube, wir sind ja immer offen für sowas. Allen Walkies offen, die können mich nur anschreiben. Und mal aufhören, irgendwie jemanden als dies und das zu bezeichnen, weil was bringt das überhaupt mal jetzt an der Stelle? Was bringt das überhaupt? So, wir reden, weißt du, die Rechten übernehmen das dann alles, weißt du, und können haben freie Bahn. Und während wir uns hier die Köpfe einhauen, weil wir alle irgendwo links sind, sag ich mal. Auch wenn, ja, bei Walkies in Anführungszeichen, dass das mittlerweile sehr fragwürdig ist. Also mit denen sollte man, also man sollte nicht versuchen, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Die wollen es offensichtlich nicht. Nein, aber wenn sie wollen, ja genau, aber ja, ich finde es halt, ich finde es schade einfach nur, weil ich glaube, wirtschaftlich sind wir uns in einigen Dingen einig, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, die Fehlannahme habe ich früher auch getroffen, aber man hat ja während des Ukraine-Krieges gesehen, dass die einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, der für 4% Reallohnverlust allein 2022 gesorgt hat, der 20% unserer energieintensiven Industrie vertreibt, der auch sonst durch die katastrophale fiskal- und geldpolitische Reaktion von Bundesregierung und EZB riesen Schaden angerichtet hat, dass die Walkies da total hinterstehen. Da gar keine Kritik dran. Auch an den Zinserhöhungen der EZB gar keine Kritik. Also, ich meine, schau dir Jungfeldsalat an, so, guck die Klamotten an, die Mütze, die Cappy von Nike, ist das Nike, ja, der Hintergrund, so, der hat Kohle, als ob das die interessiert, so, was die Bevölkerung denkt, so, was, ob die keine Kohle haben, schreibt, das ist dem doch egal, so, seien wir ganz ehrlich, oder? Ja, definitiv, die kommen alle aus einem relativ urbanen, relativ wohlhabenden Milieu. Einer schreibt ja gerade im Chat, wir haben keinen Krieg begonnen, doch, den Wirtschaftskrieg haben wir begonnen. Den hat nicht Russland begonnen. Also Wladimir Putin ist nicht zu unseren Politikern gegangen, hat eine Waffe an den Kopf gehalten und gesagt, so, ihr erlasst jetzt gefällig Sanktionen gegen russische Banken und Unternehmen und schmeißt uns aus dem SWIFT-System raus. Nein, das hat Putin nicht gemacht. Das haben unsere Politiker von ganz alleine beschlossen. Ich hätte jetzt gerne mal gehört, den Clip. Aber Akitator sagt, nee, bitte spiel das nicht ab. Die Vorwürfe, die du in den Raum wirfst, die sind gelogen. Ja, ich kann es abspielen. Nein, spiel das nicht ab. Junge, ey. Da geht doch aber der Recht, womit? Mit zu sagen, spiel das nicht ab, oder was? Willst du Timestamp haben zum selber abspielen? Ich würde dein Herz küssen.
Wir hören es uns jetzt an. Ist ja, wenn Neid ans Abspielspiel, also wenn Neid verständlich dabei. Soll das ein Verhör sein oder ist es Diskussion? Also, das ist ja auch. Was soll das so, weißt du? Also, warum. Ich kann dir jetzt ein vorstellen. Feind. Was, wieso muss kann man nicht einfach normal inhaltlich werden, über Themen diskutieren? Bin. Anstatt irgendwie darüber zu diskutieren, ob jemand dies und das gesagt hat oder dies und das. Also. Nochmal, er sieht uns nicht als eventuelle Verbündete. Er sieht uns als Feinde Nein. an, die es erstmal zu markieren geht. Nur wenn wir bereit sind, uns anzupassen ihnen und alles zu übernehmen, was sie wollen, dann sind sie Verbündete. Und das ist ja wahrscheinlich von einiges Ziel. Wie gesagt, das hat er, habe ich ja eben schon gesagt, ne? Das hat er zu Erwin zum Beispiel gesagt. Erwin, macht dies und das oder ein paar Leute von euch, wenn ihr das und das übernehmt, dann könnt ihr gern zu uns kommen, so nach dem Motto. Naja. Also, ne, ist ja eine Debatte, er muss ja auch seinen Gesprächspartner auch irgendwo wertschätzen und irgendwo auch respektvoll sein, aber wir sind ja nicht in der Debatte, wir können es abspielen. Oh, bist du bereit? Ein YouTube-Video eingeschnitten. Ah, schade, dass er noch nicht raus ist. Was? Dass er dich jetzt mit der Wahrheit konfrontiert, quasi. Ja, genau, so, darauf warte ich jetzt. Wie gesagt, wir jetzt gucken uns auch nicht das Ganze hier an, das würde gespannt. Zu... Ah, hier reagiert er drauf. Also wir gucken uns dann die Stellen an, wo er immer wieder sowas einblendet und dann sind wir doch mal beim Ende, denn da sperrt er mich dann. Also wie gesagt, nur die Stellen wollte ich mir jetzt angucken, damit das nicht zu lange wird. Sid fragt gerade, und ihr seht Wokies als potenzielle Verbündete an? Nein. Ich würde es gern, sag ich mal. Ich würde es gerne. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Leute, die nicht ganz so krass verbohrt sind, sag ich mal. Aber ich glaube, es ist wirklich nicht möglich, leider. Weil im Endeffekt so, ja, egal. Komm, mach mal weiter, sorry. Aber ich. Ja, Kitano-Empörung ist vielleicht auch ein Stilmittel im Talk mit Kircho, weil er ähnlich empört, als Kircho ihn antisemitisches Dog-Whistling unterstellte, weil oberste Zirkel der Regierung oder sowas. Interessant, interessant, interessant. Ja, es haben schon in der Vergangenheit Walkies wesentlich üblere Lügen über mich verbreitet. Trollefan 3000. Ach, Trollen, vielen, vielen Dank. So, lass uns mal ganz kurz den Clip gucken. Ja, den gucken wir uns jetzt an. Was ist das? Das sind Notizen, okay. Ah ja. So, wo haben wir denn den Clip? Wo ist der Clip? Das sind mehrere Links. Also da muss ich mal sagen, dass Nathan offensichtlich Dinge nicht verstehen will. Er zieht Clips aus dem Kontext, um den Agitator zu den Tätern, in Anführungszeichen, zu schieben. Wird im Laufe des Gesprächs noch deutlicher, klar. Jungfeldsalat schaltet seinen Chat nicht so extrem gleich, wie das andere Streamer machen, aber auch da wird man gesperrt, wenn zu deutlich Kritik übt. Das werden wir, wie gesagt, später noch sehen. Aber ich habe zum Beispiel auch gehört, Jungfeldsalat soll angeblich mal rechts gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und er lässt sich von seinen Mods auch einiges vorschreiben. Oh, aber das hat jetzt nichts Inhaltliches zu tun, aber will ich mal an der Stelle erwähnen irgendwie. Ja, fand ich lustig, weil. Ich würde mir von meinen Mods nie was vorschreiben lassen, würden die das versuchen. Du hast ja gefühlt alle sind your Mods. Ja, aber trotzdem, würde mir einer von denen was vorschreiben wollen, dann würde ich den sofort entmorden. Ja, ne, ist ja richtig. Also, klar, die dürfen mich kritisieren, aber ich entscheide ja noch selber, worauf ich reagiere und was ich sage. Ja, Base. Oh, die sind alle drin. Ey, vielen Dank für das Dokument. Ey, das ist echt nett. Das ist echt nett. Alter, diese kleine rechte Ratte ist einfach nur widerlich. So, weißt du, sowas wird nicht mal gelöscht im Chat. Allerdings mit Timestamp und Beschreibung. Entmenschlichung. Ne? Ja. So Sachen. Alter. Das wirst du hier nie lesen, sowas, ne? Bei uns, doch, bei Podium. Also kann ja passieren, dass jemand ein Idiot im Chat kann passieren, wie gesagt, dann wird er sofort Timeout im Normalfall. Das sind die Leute, die sich bei anderen Leuten über den Chat beschweren. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also, ich finde es eher noch erfrischend ehrlich, wenn die das da im Chat haben. Also, auch ein Seth Van Dom, der sollte auf jeden Fall seinen Twitch-Account behalten, einfach damit man sieht, wie verdorben diese Walkies sind. Und also, der spricht dieses Weltbild offen aus, weil er eben weniger Impulskontrolle hat. Das ist gut, dass es solche Leute gibt. Also, das ist wirklich gut. Das habe ich ja auch gesagt. Das ist ja das, was ich meine. Also, die
die machen die sorgen schon selber dafür, dass die Leute abspringen. Dann wundern sie sich, oh, die ganzen rechten Streamer, die haben ja so viele Zuschauer mittlerweile. Oh, und die ganzen Portopia und Co., die haben ja so viele Zuschauer. Was ist denn bei uns nur los? Ja, keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ein erbauter Fruit, der hatte ja Seth Van Doom gemeldet. Und da würde ich sagen, mach das bloß nicht. Nicht melden. Klippen und möglichst große Öffentlichkeit damit erreichen und dann drauf zeigen, guck mal, hier, das hier ist die Woke-Bubble. Also wenn man wirklich auf die schlimmsten Auswüchse mit dieser Bubble zu assoziieren, dann ist das alles so verbrannt, dass man die Leute da noch einfacher von wegholen kann. Ja, ich weiß nicht, ich sehe das zwiegespalten. Wie gesagt, ist jetzt nur ein strategischer Blick darauf. Und also wie gesagt, gut, ich bin sowieso gegen Zensur. Ja, ich bin gegen sowieso Zensur für den Feindeskurs. Und jemand genau, wie Seth Van Doom, der sollte aber dann... Ja, natürlich, du wirst auf jeden Fall dadurch Leute wegtreiben von ihnen. Ja, das stimmt. Aber da verhärten sich die Fronten ja nur noch mehr und dieser Gossip ist, ich weiß nicht, es ist mir. Aber ich weiß, ja, was du meinst. Ja. Ich mag den ja auch nicht. Aber wenn du mit Neidern diskutierst, du hast es gemerkt, da kannst du nicht inhaltlich diskutieren. Nee, da das unterstellt dir irgendwas, was du nie gesagt hast. Vor allem, ja. Ist leider so. Ja. Also mit Dara, mit dem konntest du wenigstens noch diskutieren, der hat dann kein Gegenargument gesagt und nee, das ist Quatsch. Das war dann immer sein Argument. Ja, Dara, nach Ende des Talks, das war übrigens ein Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Proletopia-Fan. Also auch bei Boris von Morgenstern in der Debatte, also in beiden Debatten, also. Wer waren die Scharfschützen, Dara? Hat er dann nur gelacht, das war so witzig. Ja, bis auf, also beim Wirtschaftlichen, da hatte Dara, das muss ich sagen, wirklich Argumente tatsächlich, weil sich Boris von Morgenstern damit nicht so beschäftigt zu haben scheint, aber bei allem anderen. Die Rechten beschäftigen sich allgemein nicht mit Wirtschaft. Ich war ja gestern auch nochmal kurz da und habe da Argumente gebracht. Und ja, die einzigen, was kommt, ja, die BSW ist nicht zu trauen, der AfD kann man trauen, ne? Weil sie wollten auch der BSW wieder unterstellen, sie würden nicht die Migrationspolitik kritisieren, haben sie behauptet. Und ja, der AfD, die meinen alles ernst, so nach dem Motto. Das zum einen. Und ja, es ist ihm halt egal. Er sagt halt, es ist ihm Wirtschaft, ist mir egal. Hauptsache, die Ausländer sind raus. So kurz gesagt. Ja, das glaube ich ihm nicht. Warum ist er dann so stramm neoliberal? Also. Ja, das ist halt der Punkt. Das müsstest du ihm selber fragen, aber er will ja nicht. Naja, gut. Egal, ich will jetzt auch nicht schon wieder das Thema wechseln. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade eigentlich ein bisschen mehr zu tun auch sonst. Ich bin ja gerade nicht so am Talks organisieren. Ich werde tatsächlich, also okay, mit Neidern, das war mir, da dachte ich, wenn der schon so Drachenlord-mäßig jeden auffordert, kommt her, dann gerne. Ja, ja, ich würde auch gerne mehr machen, aber ich komme auch zurzeit nicht wirklich zu was. Ja, deswegen, da schreibe ich auch einige rechte Leute nochmal an, dann, damit ich auch ein paar andere Diskussionspartner habe. Aber Mitte Februar erst, also das dauert noch ein bisschen. Vor allem, wenn du einen richtigen Talk vorbereitest, dann ist das ja ein bisschen, also bei Neidern, da brauchte ich ja nichts vorbereiten. Ich meine, ich weiß ja, was ich vertrete und zu irgendeinem Thema wollte er er wollte sich ja zu KuchenTV, also dem wichtigsten Beispiel gerade auf Twitch für diese allumfassende Cancel Culture, dazu wollte er sich halt gar nicht äußern. Dazu kommen wir bestimmt noch. Okay, jetzt muss ich halt mal gucken. AfD. Was findest du schlimmer, FDP und AfD? Wo ist die Stelle, wo er das sagt mit der Minderheitsregierung? Wo ist die Stelle? Let's see. So. Momentanen Zustand. Den Take habe ich ja tatsächlich auch mal gebracht. Da werdet ihr euch dann erinnern, Panda und Star. Da habt ihr mich ja voll für angefeindet. Oder zumindest der Chat zumindest. Ich sehe es halt. Das ist eine Definitionsfrage. Ja, ist eine Definitionsfrage, aber ich sehe es halt nicht. Für mich ist es halt eine Scheindemokratie, wenn ich sehe, dass die Mehrheitsbevölkerung seit Jahrzehnten oder eigentlich schon immer zum Beispiel gegen Massenmigration ist, die einem aber trotzdem seit Jahrzehnten aufgezogen wird. Das haben wir auch in anderen Thematiken. Die wichtigen Fragen werden ganz selten von der Bevölkerung getroffen. Das ist ja schon wild jetzt, ne? Und wo ist das dann demokratisch? Darfst du aber auch nicht vergessen. Schon wild. Okay. Naja, das ist natürlich überhaupt nicht wild. Das ist empirisch sehr gut nachgewiesen, dass die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt keinen Einfluss auf politische Entscheidungen hat und dass sich das in den letzten 40 Jahren sogar nochmal verstärkt hat.
Ich meine, die Agenda 2010 wurde darüber demokratisch abgestimmt. Nee, die Wähler haben eine Regierung gewählt, die das Gegenteil wollte, die sogar gesagt hat, wir legen Arbeitslosen und Sozialversicherung nicht zusammen. Was ist dann gekommen? Genau die Zusammenlegung zwischen Arbeitslosen und Sozialversicherung. Oder wenn Gerhard Schröder vorher gesagt hätte, wir kürzen eure Renten um ein Viertel, also ich glaube nicht, dass der da gewählt worden wäre. Aber er hat es dann halt einfach gemacht. Agenda 2010, ne? Geile Sache. Ja, oder 2005 gleich die nächste große Koalition. Wenn die SPD da vorher gesagt hätte, ihr arbeitet jetzt alle bis 67 und wir erhöhen die Mehrwertsteuer um 3%, wäre sie wohl nicht so, hätte sie zumindest nicht so viele Prozente bekommen. Aber ich verstehe auch nicht, warum, also die Rechten sind ja sehr auf die Regierung, ja, scheiß Regierung, die ist an allen schuld. Und die Linken, oder die in Anführungszeichen Woken, sage ich jetzt einfach mal, die hofieren ja die Regierung, wo es nur geht, und ich verstehe das nicht. Also auf der einen Seite finden sie die Polizei ganz doof, und auf der anderen Seite aber die Regierung, die verteidigen sie irgendwie mit allen Mitteln. Die also finden nicht die Polizei cool, ganz die doof. Das ist Rhetorik. Meinst du? Also, ja, also die... Naja, aber also die... Warum... Die, also Leute... Also, warum verteidigen die den Verfassungsschutz? Also der ist ja politisch noch abhängiger, noch weniger als rechtsstaatliche Grundsätze gebunden. Das ist ja ein Geheimdienst als die Polizei. Warum verteidigen sie den? Warum zitieren sie Berichte von dem? Weil sie den insgeheim doch ganz toll finden, weil die da ihre drei Leute sitzen haben. Ja. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch vorgeschoben. Auf jeden Fall trotzdem. Also die Regierung verteidigen und so. Und ich kenne das gar nicht mehr. Also früher dachte ich, waren die Linken eher die Regierung kritisiert haben. So, ne? Ja, war auch früher so. Aber das ist eben noch Folklore aus einer Zeit, wo der gesamte gesellschaftliche Diskurs noch weiter links war und weiter klassisch links. Also nicht so woke links. Also Stefan Kramer beispielsweise, der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, der eindeutig parteipolitisch gebunden ist. Das ist ein Antideutscher. Also der ist ganz tief in dieser Ideologie drin, und Antideutsche und Woke, die haben sich ja sowieso total lieb, die sind ja sowieso ineinander übergegangen größtenteils. Also die Antideutschen, die nicht nach rechts gewandert und zu Springer gegangen sind, ist übrigens auch ganz lustig. Da sieht man, wie nah dieses Antideutschtum und Rechtssein dann zusammenhängen, wie viele Antideutsche nach rechts gewandert sind. Also man denke an Jürgen Elsässer beispielsweise. Oder man denke daran, was bei Julian Reichelt in diesem Blatt News, was wir für antideutsche Takes zur deutschen Geschichte rausgehauen haben. Die Bombardierung in Dresden, die war völlig gerechtfertigt, also so nach dem Motto, Bomber Harris, do it again. Also wirklich, ja. Oha. Was soll man dazu sagen? Ja. Die Bevölkerung hat das gewählt. Ja, aber die Grünen hatten bei der letzten Wahl 18% oder sowas. Ja, und vorher war Merkel als konservative CDU da gewählt, und die hat es auch gemacht. Okay. Das ist ja mal komplett unangenehm. Aber was ist jetzt? Aber wo kommt die Stelle jetzt? Danach wurde die CDU trotzdem noch weitergewählt. Entschuldigung, was wolltest du sagen? So, ja, die gleiche Frage, die du da gestellt hast. Welche Alternative hatten die Menschen? Also die AfD, die gibt es ja erst seit 10 Jahren. Und auf der linken Seite, da gibt es ja gar keine Alternative zu dieser Politik. Also jetzt wird die Wagenknecht-Partei gegründet. Aber da sieht man doch, wie verzögert das kommt. Also wenn einfach Unterschriften sammeln und eine Volksabstimmung hätte machen können, dann wäre das doch viel schneller gegangen. Sieht fast so aus, als hätte ich genau das gesagt, was ich gesagt habe. Ich habe mich für direkte Demokratie ausgesprochen und gesagt, schade, dass es links keine Alternative gibt. Gut, dass die Wagenknecht-Partei kommt. Bleiben wir halt wieder bei den Problemen, die damit einhergehen. Wir stellen uns vor, wir haben Volksabstimmungen, dann heißt es, man braucht enorme Aufwände. Das ist eine komplette Katastrophe! Kommt da auch was von ihm, oder? Oh, das wird nicht vorgelesen, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, Eli. Warte mal. Das ist ja eine komplette Katastrophe! Bestimmt wegen dem Rabatt, weil er denkt, das ist Scam. Eddie, 13 Monate. Oh, die 10% Rabatt mit dem Code Feldi oder 5 Euro ist. Based. Schön, dass du da bist. Okay, also wir haben es gerade gehört, ne? So. Was wolltest du sagen? Ja, die gleiche Frage, die du da gestellt hast. Welche Alternative hatten die Menschen? Also welche Alternative haben denn die Menschen? Die AfD, die gibt es ja erst seit 10 Jahren. Und auf der linken Seite, da gibt es ja gar keine Alternative zu dieser Politik. Also jetzt wird die Wagenknecht-Partei gegründet, aber da sieht man doch, wie ja, also die einzige Alternative, die Menschen haben, sind halt die AfD, ne? Weil auf der linken Seite gibt es ja nichts. Außer vielleicht dann irgendwann die Wagenknecht-Partei. Das ist ja das, was Neidhan gesagt hat. Verzögert das kommen. Also wenn einfach... So. Nein, er hat gesagt, ich würde der AfD zuarbeiten. Das war die Aussage, die ich kritisiert hatte. Also das Problem, er hat Aussagen von mir zitiert und in diese Aussagen etwas reininterpretiert, was ich nie gesagt habe. Ist das zu schwer zu verstehen? Also das, was er behauptet, stimmt halt einfach nicht. So hast du es halt nicht gesagt. Ja, wie gesagt, ich sage ja, dass ich gehe davon aus, dass jemand wie Neidhan bewusst lügt.
Aber jemand wie Jungfelser lag, versteht der das wirklich nicht? Ach, oder die verstehen das alle. Die, ich weiß es nicht, ob die, es ist, ich glaube, es ist eine Mischung aus wirklich einem etwas Schlechtes anhängen wollen und ideologisch komplett drin halt, komplett verblendet so. Einfach Bad Face, also ein etwas Schlechtes irgendwie unterstellen wollen. Einfach, ja, ich weiß nicht, weil man halt anderer Meinung, ich kann es dir nicht sagen, also. Ich frag's mich ja auch, ich hab's mich ja auch immer schon gefragt, also. Hm. Obwohl, du wurdest du schon groß persönlich aus der Bubble angegriffen? Naja, ich wurde schon als Fascho mal bezeichnet vom Chat hier und da mal. Stimmt, das wurde ich auch. Von, ich glaube, Nathans Chat war das. Aber ich bin halt überall gebannt, ne? Also ich komme ja nirgends rein, kann ja nichts schreiben. Bei Dara hatte ich mal mit ihm diskutiert über Verschwörungstheorien, da hat er mich daraufhin gebannt. Ich habe das leider nicht mehr. Da habe ich mit ihm im Chat diskutiert quasi. Und habe ihm widersprochen, da hat er mich irgendwann gebannt. Ich muss mich korrigieren, ja, Dara hat halt mal auf mich reagiert. Das war Dara, der halt mich Fascho genannt hat. Ja, aber jetzt so, ich glaube, ich fliege noch unterm Radar aktuell. Oder seit einiger Zeit, weil ich bin ja auch nicht so groß. Stream tue ich ja auch aktuell nicht so oder generell nicht viel. Wie gesagt, aber muss Neitern mal so ein Gesprächsangebot machen, der hat ja diese drachenleutmäßige Ansage gemacht. Also eigentlich kann er sie ja bei keinem dann zurückziehen wieder. Ja, aber ich sag dir auch ehrlich, ich sehe keinen Sinn darin, ehrlich gesagt. Inhaltlich hat das auch keinen Sinn. Es geht nur darum, diese Ideologie zu stellen. Der einzige Sinn wäre das, ja, weiß ich nicht. Also, weil ich hab's ja bei dir gesehen im Gespräch. Also, was soll ich mir jetzt, soll ich mir jetzt irgendwie, das ist so ein Verhör, es ist ja nichts anderes als ein Verhör. Soll ich mich da reinsetzen, dann fragt er mich hier, wie stehst du dazu? Für was soll ich da mit ihm rüber reden? So, ich möchte ein bisschen was dazulernen, ich möchte mir andere Ansichten gerne anhören, ich möchte gern mehr über Politik verstehen, mehr von Wirtschaft, deswegen rede ich auch gern mit dir, dass ich da ein bisschen was dazulernen kann, so, aber dieses ganze Inhaltliche, weißt du, das nervt mich einfach nur noch. Dieses ganze bla bla bla, du bist dies, gibt's denn nun zwei Geschlechter oder nicht, oder es interessiert mich nicht. Mich interessieren die realen Themen, die Leute auch interessieren, die ihr Geld, ihre Monate nicht mehr bezahlen können, weißt du? Das ja, definitiv. Da, wie gesagt, weißt du? Ich mache ja auch noch ein paar Wagenknecht-Reden, deswegen müssen wir gucken, ob wir hier noch durchkommen, ob ich die mit, also ob du noch damit dabei bist. Du musst ja nachher abhauen, aber auf diese Walkies, die sind auf Twitch nun mal so reichweitenstark und ich weiß, die gehen uns aufs Übelste an. Also, ich weiß, ich kann das auch verstehen, dein Groll da. Das war bei mir genauso, aber das Ding ist bei mir einfach, es hat sich so abgekühlt, weil ich habe ja so viel schon über die geredet und so viel schon gemacht, dass es mir einfach jetzt, ja, ich habe halt alles gesagt, weißt du, ich also mich überrascht nichts mehr dazu, weißt du, dass irgendwann denkst du dir, ja, ich wieder irgendein Trottel, der wieder irgendwen hier als Transfeind oder als Menschenfeind XY bezeichnet. Ich denke mir, ja, okay. Ich finde es auch dämlich. Ich finde es nicht in Ordnung, aber ja. Aber ich verstehe das natürlich. Du wirst ja auch aktuell viel mehr noch angegangen. Ja, vor allem, man kann ja mit ihnen gar nicht, also wenn man sich mit ihnen irgendwie auseinandersetzen würde, wenn man sie zu einer Debatte einlädt. Ich habe Nathan ja extra nicht über irgendwelche Woken-Trend-Themen, dieses Zwei-Geschlechter-Thema, das hatte ich ja nur dann angefangen, weil ich gedacht habe, okay, zu Cancel Culture will er sich nicht äußern. Nehmen wir mal einen Bereich, wo bestimmte Positionierungen mit so quasi religiöse Streitigkeiten, wo bestimmte Positionierungen gecancelt werden. Also da hat er dann das Gespräch beendet, also meine These mehr oder weniger dadurch belegt. Also. Oh, du warst gerade leider weg bei mir, du hast gerade ein bisschen robotert. Sorry, ich hab's leider nicht gehört. Nee, bei diesem Trans-Thema, da gibt's ja so, das ist wie gesagt so quasi religiöse Streitigkeiten. Also gibt es jetzt zwei Geschlechter? Was ist, also absurde Fragen, die eigentlich relativ leicht zu beantworten sind und dann, ja, canceln diese woken Menschen wegen ganz normaler Aussagen, wo in den letzten 5000 Jahren niemals ein Mensch das beanstandet hätte. Und diese quasi religiöse Begeisterung für diese konstruktivistischen Uminterpretationen, die finde ich dann schon spannend, auch aus theoretischer Sicht. Und deswegen hatte ich das Thema dann eröffnet, weil ich gedacht habe, okay, wenn wir nicht mit dir konkret, wenn wir über dir mit das Thema, über das Thema nicht allgemein reden können, also war ja auch lustig, Neiter nach mir Cancel Culture vorgeworfen, meinte aber selbst, das wäre ein inhaltsleerer Begriff.
wie gesagt, diese Inkonsistenten aufzuzeigen, das wäre eh nicht so gut gegangen. Nehmen wir mal irgendwas Konkretes und zeigen das jetzt mal anhand dieses Beispiels. Damals hat Beatrix von Storch was gesagt und da gab es so Riesengeschrei, riesen einseitige Berichterstattung, also quasi Cancel Culture par excellence. Man hat versucht, die AfD immer wieder als transfeindlich zu canceln, was in dem Kontext halt einfach albern war in der Sache. Also hat auch Sinans Woche damals gesagt. Ja. Also da könnten wir auch noch das Video von Sinans Woche damals dazu nehmen. Und also er hat auch gesagt, dass die AfD hier wohl bewusst die Woke ein bisschen provoziert hat, eben weil die sich so in dummer Art und Weise provozieren lassen. Und was macht man? Er hat dann bestätigt das Ganze, indem er total wütend wird und das Gespräch verlässt. Ja. Also das hatte ich mir dabei gedacht. Ja. Leximord schreibt gerade, falls du mit Neitern reden solltest, also fragt sie mich, frag ihn, warum er mit mir nicht reden will. Ja, ich habe das schon mitgekriegt, Lexi. Ja, vielleicht Erkenntnisangst, wer weiß. Ich glaube, es ist Erkenntnisangst. Lexi, stream einfach und übertrag die, mach die Anfrage live in seinem Chat und dann stream das. Das ist mega, mega witzig, wie er dann reagiert. Also er wird dich höchstwahrscheinlich bannen oder wütend werden und sagen, du sollst dich nicht einscheißen. Genau. Also wie gesagt. Ja, Lexi, also ich muss euren Talk auch noch angucken. Den. Ja. Der war gehaltvoller als der mit Neitern. Glaube ich. Nee, ja, Neitern, ich würde mit ihm niemals privaten Gespräch vereinbaren. Also ihr merkt es, der hat kein Ehrgefühl, der hat keine sonst irgendwie normalen Benimmregeln, der sieht mich wirklich als Feind, will mich vernichten, mit dem kann man keine privaten Absprachen machen. Alles, was man mit dem ausmacht, muss man in der Öffentlichkeit machen, damit man genug Leute hat, die das auch gesehen haben. Ja. Was soll denn das jetzt schon wieder stormen? Sella stänkert lieber im Kasper-Cast und erzählt Blödsinn. Na, wieso? Ich hab kein Blödsinn erzählt. Also, was habe ich denn für Blödsinn erzählt? Kannst du mir gerne nachweisen. Aber klar, die gegen Masseneinwanderung sind, sind genauso gefährlich wie die unsere Kinder kastrieren wollen. Okay, ja, ich glaube, da muss ich nicht eigentlich Kinder kastrieren wollen. Ja, genau. Die stehen vor deiner Tür und wollen deine Kinder kastrieren, wahrscheinlich. Also, sorry, ja, so Blödsinn. Wie gesagt, da wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich mit Lexi darüber mal unterhalten würde. Die kennt sich da, glaube ich, besser mit aus. Die hat mir da auch ein bisschen was erklärt in unserem Talk. Okay, ja, okay. Und sie sagt auch, also wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, dass dieser starke Anstieg, dass der sich nicht mit dem plötzlichen Wunsch ganz vieler Menschen plötzlich, also mit dem plötzlichen Anstieg von Geschlechtsdysphorie unbedingt erklären lässt. Also das... Wie gesagt, ja, ist jetzt ein anderes Thema. Aber dass das Ding tut, es tut, ja, das stimmt schon, aber man tut halt so, als stehen die mit einem Skalpell vor der Tür. So. Es ist immer noch eine eigene Entscheidung, die man trifft. So. Ja? Ja, können Kinder diese Entscheidung treffen? Nee, aber wenn du 18 bist, ja. Also du wirst ja nicht unter das Messer, also du solltest das natürlich nur machen dürfen, wenn du 18 bist. Wenn du volljährig bist. Und dann ja, aber das wollen die Grünen ja nicht. Das wollen die Grünen ja nicht. Ja, das kann ich auch verstehen. Also deswegen will ich auch nicht die Grünen. Ja, ich verstehe es schon, aber ich finde, da wird auch sehr viel übertrieben. Also ich will gar keine nicht in Abrede stellen, dass das in eine Richtung geht, teilweise, aber ja, ich finde es auch teilweise ein bisschen überzogen. Egal. Jetzt wieder zurück. Warum? Okay, also, weil du lügst. Ne, du hast ich habe dir gerade erklärt, was ich damit meine. Nein, du hast ja gesagt. Ja, aber das ist ja nicht das, was er gesagt hat. Ne, was ich damit meine, okay. Aber gesagt wurde ja gerade eben, die einzige Alternative, so, die Menschen haben, ist momentan die AfD. Oder wenn die sagen... Warte. Obwohl, jetzt hören wir uns noch an, was er dazu sagt. Aber angemerkt ausgründet. Also das war ja wohl obvious. Oder habe ich ja irgendwas auf den Ohren? Ach, doch. Nein, das ist ja nicht das, was du gesagt hast. Du hast gesagt... Doch. Willst du jetzt einfach mir die ganze Zeit reinlabern? Ist das jetzt deine Strategie, oder? Ja, hör auf, mir irgendwas zu unterstellen. Ja, ist keine Unterstellung, das ist das, was du gesagt hast. Du möchtest eine Minderheitsregierung, der... Ja, wo ist das Minderheitsregierungsding? Käme das noch? Das fehlt gerade, ne? Das fehlt gerade. Einfach Unterschriften sammeln und eine Volksabstimmung hätte machen können, dann wäre das doch viel schneller gegangen. Bleiben wir halt wieder bei den Problemen, die damit einhergehen. Wir stellen uns vor, wir haben Volksabstimmungen, dann heißt es, man braucht enorme Aufwände, dass man sie nicht unsere Größe ist, darf man nicht vergessen. Das heißt, es ist immer erstmal, die Machbarkeit ist halt ein großer Punkt. Wie kriegt man das überhaupt hin? Dann ist noch ein anderer Punkt. Das Volk müsste dann halt auch eine informierte Entscheidung treffen. Dann ist die Frage, inwiefern wird diese
Volksabstimmung einen Einfluss haben, was dann für das wieder entschlossen wird. Wird das dann so sein, dass man ein direktes Gesetzpapier abstimmt? Wird das eine Vorgabe sein? Und wenn ja, wer überprüft, dass die eingehalten wird und so weiter? Da entstehen halt viele Probleme und Fragen, mit denen man umgehen muss. Letztlich müsste man natürlich ein Gesetz abstimmen. Also man sieht doch bei so Abstimmungen wie dem Brexit, dass man dem Volk nicht einfach eine Frage vorlegen kann und dann macht das Parlament ganz lustig damit das, was es sich von sich aus denkt oder setzt eine zweite Abstimmung an, sondern es muss natürlich eine Bindung. Okay, ich glaube, das kommt nicht mehr. Gut. Ja, okay, schade. Dann kommt nicht mehr. AfD im Osten, die von BSW geduldet wird. Also und gleichzeitig hast du auch gesagt, dass du... Wo wurde da was jetzt belegt? Also, gar nichts. Es wurde gar nichts belegt. Wird er aber am Ende noch behaupten. Er macht hier das Maul groß auf. Ja, das wird, jetzt wird man zeigen. Was er jetzt abgespielt hat, hatte doch gar nichts damit zu tun, was du ja, also um was das jetzt ging oder nicht. Es ging ja um diese Minderheitsregierung, oder nicht? Ja. Also, das hat er doch jetzt gar nicht nachgewiesen. Darum ging es doch die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, ich kann dir die Aussage erklären, die war da bestimmt auch drin. Also es ging einfach darum, dass das BSW sich strategisch klug verhalten soll. Dass es eine Äquidistanz zwischen den Altparteien und der AfD herstellen sollte. Ja. Oh Mann, ey. Also, dass es sich nicht am Mainstream anbietern sollte wie die Linkspartei. Und dass es jetzt auch nicht sagen sollte, das sind Schmuddelkinder, mit denen kooperieren wir nicht. Das hielt ich ja, das ist ja das, was, das ist ja das, was die Rechten sagen, das Kasper und so sagen, ne? Die AfD, ja, die wollen ja mit den Grünen und mit der SPD koalieren und dann haben wir dasselbe wie vorher. Das ist ja mal das Argument, was kommt. Ja, und das ist ein Fehler, wenn man das so machen würde. Und ich glaube auch nicht, dass man das so macht. Also mit den Grünen hat man eine Koalition schon ausgeschlossen, das finde ich auch gut. Ja, aber, ja, also lügen sie ja im Grunde, ne? Also ja, sie unterstellen dem BSW ja was. Und darauf könnte man jetzt genau reagieren, mit wem würde die AfD denn koalieren? Das ist halt das Problem. Man sagt immer, dies und das ist so. Und sie haben das und das gesagt und dann sagt man einfach, nee, es stimmt halt einfach nicht. Das ist genau wie bei der Migrationspolitik. Ich erkläre Kasper dies und das, ich kann dir gerne ein paar Links schicken, weil ich habe das ja alles auch auf meinem Kanal, die ganzen Ausschnitte, wo sie über Migration geredet haben, ne? Die habe ich dir auch gezeigt. Kann ich die schicken? Nee, will er nicht, weil die lügen ja einfach. So, das ist dann das Argument. Na gut, alles klar, da kann ich jetzt auch sagen, ja, die AfD lügt nur. Also was ist denn das für ein Argument? Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Wenn du einfach immer sagst, das ist ja wie bei den Woken, wenn die jetzt sagen, ja, ich glaub dir nicht. Das machen die ja auch ständig. Das macht ja er auch die ganze Zeit. Ich glaub dir halt einfach nicht. Ne? Man möchte den Gegner immer alles irgendwie andichten. Ja. Gut. Naja. Ey, kommt man sich ja schon fast dumm vor, oder? So, es ist halt so obvious. Also, nochmal. AfDler, für dich einer der... Was deine Haltung bezüglich Höcke, dass du selber auch von Anfang an schon gesagt hast, dass er für dich einer der... Was war das? Und jetzt also Neitan hat mir unterstellt, ich wäre ein Fan von Höcke gewesen. Jetzt kommt's. Jetzt, Agitator, jetzt haben sie dich am Lätzchen. Jetzt haben sie dich. Jetzt? Wie gesagt, ich suche das hier nur so zufällig raus, nach dem, was man hier sieht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier seine besten Argumente raussuche. Ich suche hier einfach zufällig welche raus, weil der ganze Stream zu lange zum Reagieren wäre. Reaktion, er nickt und stimmt zu. Das Wort gemäßigteren oder zum besseren AfDlern oder sympathischeren AfDlern wäre, fand ich ganz gut, weil ich da schon auch ähnlich sehe. Inhaltlich. Ja, genau. Nur inhaltlich, ne? Also, ne? Ansonsten ist der Höcke nicht so sympathisch, aber die Inhalte, die der Höcke macht. Uiuiuiuiui. Und da hat man. So, da haben wir noch das zweite Zitat. Das war Wahnsinn. Die ist ja auch leider keine homogene Partei, deswegen kann das man das nicht richtig. So einfach machen. Wofür braucht man schon Kontext? Ey, diese Leute sind so lächerlich. Vor allem, wofür braucht man auch Inhalte, ne? Ehrlich. Es hat gar nicht gezeigt, worum es inhaltlich ging. Ja, also es wird wieder besprochen. Du hast im Grunde genau das gesagt, was du im Gespräch gesagt hast. Inhaltlich. Inhaltlich. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Und daraus macht man jetzt plötzlich, du findest Höcke sympathisch. Ja. Was die Inhalte, ist das haben bitte für... Also wie, was musst du wirklich für ein Mensch sein? Wie bösartig musst du sein, dass jemanden sowas zu unterstellen einfach? Wie gesagt, wir sind Feinde. Uns muss man versuchen, in diese Ecke zu rücken. Dann hat man seinen homogenen, monolithischen Feind und gegen den kann man besser argumentieren, als wenn man nämlich uns mit den AfDlern in ein Lager packt, dann kann man uns auch für jede einzelne Äußerung von Höcke mit verantwortlich machen, beispielsweise. Es ist ja einfach so, wie Königin Sarah sagt, Trigger, es ist einfach sagt, wenn die AfD morgen sagt, die Sonne scheint, darf man nicht mehr sagen, die Sonne scheint oder wie? Oder so ähnlich hat sie das. Ja, das ist recht extrem. Es ist lächerlich. Ja.
antworten. Also das Wirtschaftsprogramm der gesamten AfD, das lehne ich ab. Das ist neoliberal. Die AfD hat sich auch beispielsweise gegen den Mindestlohn von 14 Euro ausgesprochen, gegen eine Lohnpolitik. Also Lohnpolitik spielt selbst im sozialpatriotischen Flügel keine besondere Rolle. Also die AfD ist immer noch eine neoliberale Partei, obwohl es dort vernünftige Leute, wie beispielsweise ein Björn Höcke gibt, der ja nicht so komplett verrückt libertär ist wie... Aha. Ach, ist das nicht genau das, was ich gesagt habe? Es ging nur um die Wirtschaftspolitik. Ja. Und noch ein bisschen um die Außenpolitik. Jeder, der dich kennt, weiß, dass es dir, dass du dich hauptsächlich auf wirtschaftliche Inhalte fokussierst, anstatt irgendeine Person, was sie mal irgendwie gesagt hat, so, ne? Normalerweise. Ja, vor allem dieser Sozialpartner. Aber diesen Leuten. Aber du siehst auch, dass es diesen Leuten eben nicht um 14 Euro Mindestlohn geht, sondern diesen Leuten geht es nicht um die armen Schweine im Land. Nein, diesen Leuten geht es darum, dich als schlechten Menschen hinzustellen. Das ist denen wichtiger in dem Moment, ne? Als zu sagen, ja, 14 Euro Mindestlohn wäre zum Beispiel, so warum fokussiert man sich nicht darauf und sagt, ja, da hat der Agitator recht, mit dem 14 Euro Mindestlohn ist es gut und ja, die AfD ist neoliberal. Nein, man sagt lieber das, was man dir als Schlechtes wieder irgendwie andichten kann, ne? Man sagt nicht das Gute, aber das Schlechte sagt man. Vor allem, das zieht man sich raus. Ja. Ich hatte ja überhaupt überlegt, ob wir auf diese Walkies hier, auf Jungfeldsalat überhaupt reagieren. Und jetzt muss ich sagen, hat sich definitiv gelohnt. Nichts von dem, was Neitan da behauptet hat, lässt sich sogar aus dem Kontext gerissene Zitate irgendwie belegen. Also man sieht sogar, wenn diese Zitate aus dem Kontext gerissen werden, dass das alles erstunken und erlogen ist. Ja. Das ist ja so genial. Ich hatte mir auch nicht die Mühe gemacht, nochmal selber das Quellendokument nachzuschauen. Also war mir zu viel Aufwand, war mir zu dämlich. Aber es ist ja so genial. Hat sich wirklich gelohnt, darauf zu reagieren. Das muss ich jetzt nach einer Stunde wirklich mal sagen. Ja, ich glaube, er denkt sich, es ist auch scheiße. Es geht ja wirklich um Politik, ne? Deswegen sagt er komischerweise auch nichts. Aber gleich, er wird sich jetzt eh wieder irgendwas überlegen. Wette ich. Leute, die ausgetreten sind, wie Jörg Meuthen oder Joanna Kotar. Also das sind ja Leute, die wirklich völlig ab schon im Schuss waren und wo die AfD sich selbst auch einen Gefallen damit getan hat, dass diese Leute jetzt draußen sind. Meuthen aber die ist mir definitiv neoliberal als Gesamtpartei. Joanna Kotar, Libertäre, würde ich sogar sagen, libertäre Bitcoin-Jüngerin. Also da hat sich die AfD einen sehr großen Gefallen damit getan, dass die jetzt da draußen ist. Fassungslos, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich weiß jetzt nicht, was muss ich da jetzt noch hören? Also, das ist doch, er sagt doch ganz klar, und da braucht man er sagt wirtschaftspolitisch, ja, aber wie kann man sich denn bitte selber zu einer Aussage verleiten, wie, ja, der Björn Höcke, ist gut, dass der noch drin ist in der Partei und dass dieser Jörg Meuthen und so draus ist, weil die haben ja keine Ahnung von Marktwirtschaft, gut, dass die AfD den Höcke behalten hat. Digga, also, es gibt, also, und die Aussage vorher war ja noch offensichtlicher, so, also. Sorry, aber da gibt es nicht viel zu diskutieren. Nein, dann hat er gar nichts aus dem Kontext gerissen. Wir haben es jetzt gehört. Er checkt es nicht, oder? So ein NPC-Filter ins Gehirn eingebaut und irgendwelche Aussagen sehen, dass sich die da so auslegen, dass das auf keinen Fall gegen das läuft, was gerade Mainstream erzählt wird, beziehungsweise in ihrer Bubble gerade Konsens ist. Ich. Ja. Kann man so dermaßen das Gegenteil von dem sehen, was in der Realität der Fall ist? Also, lieber Chat, deswegen ich brauche das, glaube ich, auch. Sag ruhig. Nee, ich sag nur, deswegen sind sie halt in dieser Bubble drin, ne? Es ist halt immer, es ist, weiß nicht. Ja, Sturmhaube, ich habe deinen Kommentar gelesen. Es sei denn, du hast noch 9 verfasst. Dein letzter, da meintest du ja, dass nur die Rechten die richtige Alternative sind, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe relativ viele Nachrichten auf Twitter in den letzten Tagen gekriegt. Ich würde ja gerne mal wissen, was haben denn die Rechten, wenn man auf die Geschichte guckt, welche rechte Regierung war denn wirklich eine, die einen Aufwärtstrend geschafft hat? Das kommt jetzt darauf an, was du als rechts bezeichnest. Also der Begriff ist ja auch total. Also zum Beispiel Ronald Reagan würde ich nicht als neoliberal, okay, aber rechts eher liberal, oder? Würde ich sagen, so ein Reagan zum Beispiel. Aber so wirklich rechts im Sinne von. Das war jetzt auch kein Aufwärtstrend. Also der hat in den USA, ja klar, hat für ein gewisses Wirtschaftswachstum durch seine Rüstungsprogramme. Nee, das war ja, stimmt, das war auch kein Aufwärtstrend. Ha, ja doch, es war ein Aufwärtstrend, aber davon haben halt nur die Reichen profitiert. Also. Ja, eben.
Genau, man hat die Steuern möglichst gesenkt, ne? Wie war das? Die Steuern irgendwie gesenkt, extrem? Steuern für die Reichen gesenkt, Militärausgaben hochgefahren, genau. Und natürlich wächst dann die Wirtschaft, wenn du die Rüstungsproduktion ankurbelst. Ja. Also kannst du mir gern sagen, Sturmhaube, welche rechte Regierung hat je in der Geschichte irgendwas Positives bewirkt? Wie gesagt, das ist so eine... Kommt auch an, wie du rechts definierst. Also die Adenauer-Regierung in Deutschland, wie gesagt, heute würde die als linksradikal gelten, Spitzensteuersatz an der Spitze von 90%, Vermögensabgabe 50%. Aber wir haben relativ solides Wirtschaftswachstum hingekriegt. Wir haben uns ein Wirtschaftswunder beschert und da auch relativ stabilen politisch voraus. Francisco Franco, der hat das höchste Wachstum in ganz Westeuropa in der Wirtschaftswunderzeit hingekriegt. Und der war ja ein faschistischer Diktator. Also es gab rechte Regierungen, die... Und der hat auch Oppositionellen verfolgen lassen und das ganze Programm. Also das war definitiv ein rechtes Land. Also okay, aber wenn man einen faschistischen Diktator ist, halt auch die andere Frage dann. Nee, aber ich meine, es gab auch rechte Regierungen, wenn du so willst. Ja, ja, also das ist okay. Ja, gibt's schon, aus aber ich sag heutiger mal, Sicht. Aber jetzt zum Beispiel in Adenauer, gut, das würde ich ja eher konservativ sehen. Also rechts in dem Sinne, glaube ich. Ja, wie gesagt, wenn du jetzt alles, was rechts der Mitte ist, als rechts nimmst, okay, kannst du dir alle und da gab es auch eine Menge konservative Regierungen in der Geschichte, die eine vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht haben. Und dann kannst du ja auch Taiwan und Südkorea ansehen. Das waren auch rechte Militärdiktaturen. Die haben es trotzdem geschafft, ihr Land zu organisieren. Von Rechten erkämpft. Jeder Arbeiterrechte, das wurde alles von Arbeitern erkämpft. Nicht von Rechten. Willst du mich jetzt verarschen, Sturmhaube? Ohne rechte Regierung würdest du gegen Wecker beten? Also, dein Müll kann doch sein, dass der von Rechten erkämpft wurde. Welcher Rechte hat denn was erkämpft? Hä? Bist du irgendwie auf den Kopf gefallen heute oder was ist los? Nee, ich glaube, Sturmhaube meint, dass die Habsburger uns vor den Türken bewahrt haben. Beziehungsweise Karl Martell damals vor den Mauren und wir deswegen kein muslimischer Kontinent geworden sind. Sein. Aber so moderne Begriffe rechts und links jetzt auf die frühe Neuzeit oder das Mittelalter anzuwenden, wie gesagt, kommt jetzt woanders als rechts definierst. Also nach heutiger Definition wäre wahrscheinlich alles was. Reicht du? Also. Ja, aber komischerweise ist immer. Ja, Sturmhaube, ich weiß, welche historischen Situationen du meinst. Also Karl Martell mit dem Mauren und die Habsburger, die zweimal die Osmanen aufgehalten haben. Reichtum fällt nicht vom Himmel, entsteht nicht durch Umverteilung. Doch, von Umverteilung von unten nach oben, wie wir es gerade sehen. Doch, also die egalitärsten Jahrzehnte, die wir im Westen hatten, das waren die 50er bis die 70er Jahre, da hatten wir mit Abstand das höchste Wirtschaftswachstum. Und das kann man jetzt auch nicht durch Weltkriegszerstörungen irgendwie begründen. Ja, aber da war die Umverteilung von oben nach unten eher und nicht von unten nach oben, wie es jetzt ist. Weißt also ja, also ja. Umverteilung ja, aber komischerweise sagen die Rechten, dass es von unten nach oben, wie es jetzt ist, wieso verteidigt man das? Das verstehe ich nicht. Es war andersrum der Fall. Von oben nach unten die Umverteilung, dann ging es der Wirtschaft immer gut, meistens. Ja. Wenn, in den Fällen, die ich kenne, aus meiner Sicht. Andersrum nicht. War auch so. Wie wir es jetzt haben, ist nur eine Verteilung von unten nach oben. Und das sehen wir seit in der Corona-Krise gesehen, jetzt in der Sanktionspolitik, dass die Umverteilung von oben nach unten nur die Reichen reicher macht, die Armen armer macht. Also, weiß jetzt habe ich gern korrigieren. Mal wirklich eine Frage an Sturmhaube. Wie würdest du die aktuelle chinesische Regierung, also die chinesischen Regierungen, die wir die letzten 40 Jahre hatten, wie würdest du die einordnen? Rechts oder links? Wer hat die ersten Industrien geschaffen? Also in der Industrialisierung, ja, das war einerseits der Staat und zum anderen private, bürgerliche, bürgerliche Manufakturbesitzer, die dann langsam in die Industrialisierung übergegangen sind. Also das war ja ein schrittweiser Prozess, der zuerst in Großbritannien begonnen, beziehungsweise wenn du Manufakturzeiten mitnimmst, kannst du noch Italien zählen. Aber Italien hatte ja genau das Problem, dass die Städte eben zu viel Freiheit hatten, dass die Manufakturen dann niemals für den Binnenmarkt produzieren konnten. Die sind quasi, da gab es eine Blüte des Handelskapitals, aber dann keine richtige Industrialisierung. Es gab eine Manufakturepoche, aber aus der konnten sie nicht rauskommen. Naja. Das hat übrigens auch Thomas Piketty, habe ich das eine Buch, der hat da einen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht, kennst du den? Ja, bestimmt, ne? Ja, ja. Und der hat das auch geschrieben. Also, ne? Also ein wichtiger Faktor ist natürlich die Bildung, aber mit dieser Umverteilung von oben nach unten. Moment, von. Weißt du, was Sturmhaube, ich meine? Würdest du die chinesischen Regierungen der letzten 40 Jahre als rechts oder als links klassifizieren, damit wir überhaupt mal wissen, was ungefähr rechts oder links ist? Also bei dir. Das würde mich auch interessieren.
Ich glaube, wir sind ziemlich abgekommen. Aber ja, aber ist ja gar nicht schlecht, haben wir mal ein bisschen über Geschichte und Inhalte, zumindest mal angeschnitten, das Thema. Ja. Ich meine, der Osmanische Balkan, das ist sicherlich ein interessantes Thema. Warum ist das Osmanische Reich derart in die Brüche gegangen? Ich würde sagen, das hat sehr wenig mit dem Islam zu tun und sehr viel mit anderen Sachen. Beides, Mischform, okay, siehst du, da sehen wir, das war denn wirtschaftspolitisch ist das Ganze, okay, es ist jetzt vielleicht definitiv nicht mehr kommunistisch. Also das haben sie ja unter Deng Xiaoping komplett geändert. Die haben ja ab 1979 radikale Marktreformen durchgeführt, aber es ist schon eine sehr viel interventionistischere, eine sehr viel sozialdemokratischere Wirtschaftspolitik, als wir hier in Westeuropa gesehen haben, die den Arbeitern enorme Reallohngewinne eingebracht hat. Reallohngewinne. Nachtschmied ist auch da. Schönen guten Abend. Naja, wie gesagt, beim Osmanischen Reich, ich würde sagen, das hat wenig mit dem Islam zu tun. Also der Osmanische Balkan, der ist ja, da war es auch schon im Abstieg begriffen, das Osmanische Reich, aber das ist ja letztendlich durch den Nationalismus der ganzen osteuropäischen Staaten untergegangen. Und dieser Nationalismus, der konnte dort sich überhaupt nur durchsetzen, weil es schon ein gewisses Bürgertum gab. Das heißt, weil die Osmanen dann so ein gewisses Bürgertum haben anwachsen lassen, hat es in diesen Staaten erst so rumort. Das war ja auch in den europäischen Kolonien so. Auch die haben erst nach Unabhängigkeit gestrebt, als es da ein Bürgertum gab. Also die Kolonien, die konnten leicht unterworfen werden, aber irgendwann, wo die europäischen Staaten dort bürgerliche Gesellschaften aufgebaut hatten und auch nur schon eine dünne bürgerliche Schicht, das hat völlig gereicht, waren die Kolonien nicht mehr zu halten, weil es dann eine Schicht gab, die sofort Nationalismus entwickelt hat. Selbst in Gebieten, die vorher niemals national zusammengehörig waren. Es war halt auf dem Osmanischen Balkan ähnlich wie im 20. Jahrhundert dann in vielen europäischen Kolonien. Wie das gesagt wurde und wozu das gesagt wurde, und es ist halt offensichtlich, dass er das gesagt hat. Und er sagt, es stimmt nicht. Das macht mich fuchsig. Das macht mich fuchsig, was ich nicht gesagt habe. Ja. Ja, es macht ihn fuchsig, weil du es halt nicht gesagt hast, wahrscheinlich. Nee, hab ich jetzt auch so nicht. Drehen will. Aber wie gesagt, wir sind hier jetzt schon über eine Stunde am Reagieren. Ich glaube, jetzt können wir zum Ende gehen und gucken, was Neidam noch zum Schluss so gesagt. Also ich sehe auch nicht mehr, dass er hier noch Sachen einblendet. Neidam blendet ja nachher noch was ein. Also unser Jungfeldsalat, der hat ja gerade schon jede Menge Unsinn eingeblendet. Ich glaube, wir gehen da mal auf Neidams Ragequit und gucken, was er danach gesagt hat. Das hatte ich nämlich auch noch nicht gesehen. Das schauen wir uns jetzt quasi an. Also, ich bin gespannt. Neidam hat mich, wohl, ich weiß gar nicht, hat er mich auf seinem Kanal, seine VODs waren offline. Ich glaube, ich bin da nicht mal gesperrt. Also, große Ansage an euch alle. Ich habe Neidam angeboten, das Gespräch. Neidam wird hier gleich Rage quitten, also das Gespräch wütend verlassen, weil ich es gewagt habe, irgendein wokes Glaubensbekenntnis anzugreifen, ohne dass ich es merke. Naja, auf jeden Fall hat er das Gespräch verlassen und ich habe ihm auf Twitter angeboten, dass wir es fortsetzen. Bisher hat er darauf leider nicht geantwortet. Solltet ihr in seinem Chat nicht gebannt sein, dann weist ihn doch bitte freundlich darauf hin, dass er mir mal antworten könnte. Ja, und Lexi könnte ja auch mal antworten an der Stelle. Lexi und Proletopia kann er auch mal antworten. Genau, und Proletopia auch noch. Also, wir können mit uns allen Debatten führen. Wir sind so diskursoffen, dass es glaubt er nicht. Ja, total. Amtlichen Abend. Auf Wiedersehen. Also Based. Also das muss ich wirklich sagen. Also, wie kann man denn so respektlos sein, Digga? Wie kann man denn wirklich so respektlos sein? Wie kann man so respektlos sein wie ihr? Wie euer Chat zum Beispiel, Alter. Was ist denn das? Das ist auch kein Umgangston. Also, weil ich bei Tessa Ganserer gefragt habe, ob man da gleich eine AfD-Abgeordnete, die ihren im Personalnamen stehenden Namen ausspricht, also nicht mal Dead nehmt. Also ich meine, das ist ja noch ihr offizieller Name. Also offiziell Markus Ganserer. Das ist einfach eine Tatsache. Das kann man jetzt schlecht finden, dass man das noch nicht so schnell wechseln kann, aber wir haben ja noch nicht das Selbstbestimmungsgesetz. Und dann gleich transfeindlich bei Deadnaming zu schreien, ist albern. Wollte sie es nicht auch irgendwie nicht ändern, weil ihr das irgendwie ein Schamgefühl oder sie hatte da irgendwie gesagt, also ich hatte das mal irgendwie gesehen, dass sie sich schämt oder dass sie das nicht will, dass sie da extra da hingehen muss aufs Amt, sie entwürdigend findet oder irgendwie sowas. Deswegen hat es, glaube ich, noch nicht geändert. Oder er, sie, ja. Das sage ich das nächste Mal, wenn ich eine Steuererklärung abgeben oder meinen Wohnsitz ummelden muss, auch. Das ist entwürdigend.
Ja. Oder wenn ich mal eine Strafe wegen zu schnell fahren oder was auch immer bezahlen muss. Egal was. Dann sage ich einfach, das ist entwürdigend. Das mache ich. Ich ziehe einfach um und ja, wenn man dann fragt, hey, sie wohnen ja hier in der Stadt und sie haben sich gerade einmal, ja, das ist für mich entwürdigend, mich hier einfach anzumelden bei ihnen. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, Lexi hatte da auch was Interessantes in unserem Talk zugesagt. Kann sich jeder anhören, der Talk ist auf meinem Zweitkanal. Also den findet er auch relativ schnell, das ist eins der letzten Videos, was da veröffentlicht wurde. Hingehen und nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, ich möchte so nicht genannt werden. Ich möchte so nicht genannt werden. Ich will, dass man mich so und so nennt. Warum kann man das nicht respektieren? Warum steht man so bösartig da drauf? Hast du doch gemacht? Du hast doch sie gesagt. Du hast sogar Tessa gesagt zu ihr. Hä? Unterstellt mir das hier einfach. Hast du nicht Tessa gesagt und sie gesagt? Ja, du hast halt nur gesagt, du hast das Einzige, was du halt nur angeführt hast, halt, dass noch Markus im Personalausweis steht. Mehr hast du ja nicht gesagt, aber du hast ja trotzdem sie zu Tessa gesagt. Oder? Also. Ja, hab ich. Ich habe nur gesagt, dass man Leute nicht canceln sollte, die halt den offiziellen Namen noch verwenden, da es ja, wie gesagt, nicht mal Deadnaming ist. Also es ist ja nicht mal Verwenden eines alten Namens, sondern einfach Verwenden des aktuellen Namens. Es ist einfach, die Leute sollen halt einfach machen, was sie wollen, quasi, ja. Oder so, ja, keine Ahnung. Na, egal. Ja, Lexi schreibt nochmal das, was in unserem Gespräch gesagt hatte. Das ist Nonsens. Der einzige Grund, warum Tessa nicht den Weg des transsexuellen Gesetzes geht, ist, dass die Sexualtherapeuten, die durch Einschätzen ganz schnell rausfinden, dass Tessa leider nicht trans ist und keine Geschlechtsdysphorie hat. Ja, das hat Lexi auch schon in unserem Gespräch gesagt. Also, dass das bei Tessa Ganzra wohl gar nicht so, ja, so klar ist. Also, die ist ja auch für diese Aussage bekannt geworden, ja, ich habe einen weiblichen Penis. Also, wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit so psychischen Krankheiten und so nicht aus und mit der ganzen Diagnose, ich kenne mich damit nicht so aus, aber auch nach dem, was Lexi erzählt hat, ist das dann schon noch komischer. Wie gesagt, sie geht nicht mal zum Amt, sie will das nicht mal ändern lassen und dann wird gleich jeder übelst angegriffen und diffamiert, der dann einfach juristische Realitäten ausspricht. Diesen Menschen immer wieder den Deadname von Latz zu knallen. Check ich nicht. Egal, also das können die nicht mal in ihrer eigenen, das kann der nicht mal in seiner eigenen Ideologie rechtfertigen. So. Wie gesagt, das ist kein Deadname. Und ja, es ist vielleicht nicht höflich. Das kann sein, also. Ja, aber ihr habt in eurer Ideologie nicht mal Inhalte, also von daher. Ja, in deren Ideologie ist das Geschlecht ein soziales Konstrukt und muss komplett dekonstruiert werden. In deren Ideologie sollte es keine Geschlechter mehr geben. Das ist ihr endgültiges Ziel. Wahrscheinlich. Ach, ist mir eigentlich auch egal. Ich sag's nicht rum, darf es mir egal sein? Mir ist es so egal. Von mir ist kein 20 Geschlecht. Bist du transfeindlich? Wenn dir das egal ist, dann bist du transfeindlich. Ja, also generell. Aber guck mal, wenn ich jetzt sage, mir ist es egal, dann gibt es halt mehr als zwei Geschlechter. Wenn ich das sagen würde, dann würden die Rechten kommen. Haha, du bist ein Wokey. Weißt du, das ist von der anderen Seite genauso. Naja, ist egal. Ja. Aber im Normalfall. Es darf dir nicht egal sein, das stimmt. Die wollen wirklich, dass du dich bekennst, sag ich mal. Ja, ist halt religiöser Eifer da. Herr Sturmhaube, was du da gerade schreibst, das bezweifelt überhaupt niemand. Also du kannst von mir aus sogar kommunistische Texte nachlesen, da wirst du genau die Argumentation, die du gerade vorbringst, nämlich, dass es die Unternehmer waren, die den Kapitalismus erst vorangetrieben haben, ja, das wirst du überall finden, das bezweifelt niemand. Es hat aber, so wer jetzt genau, wie der Kapitalismus sich genau entwickelt hat, das hat relativ wenig Implikationen dafür, was für politische Maßnahmen heute am klügsten wären, um den Kapitalismus zu regulieren oder eine andere Wirtschaftspolitik zu machen. Respektlos zu sein. Würde mich mal interessieren, wie. Würde mich echt mal interessieren, wie. Kommen wir gerade nicht richtig. Uff, hallo, Black Witch, moini. Nee, alles gut. Ich hab mich nur ein bisschen aufgeregt gerade. Tut mir leid, aber der ist einfach zu ekelhaft, ne? Personalausweis ist biologischer Fakt. Ja, es war auch so, ne? Als ich meinen ersten Personalausweis bekommen habe, war ich noch 1,74 groß. Und dann bin ich gewachsen, aber das ist nicht so. Bin ich gewachsen. Im Ausweis steht 1,74. Kann also nicht sein. Also wirklich so eine schwache Argumentation, um irgendwie so ein bösartiges, respektloses Verhalten zu rechtfertigen, das verstehe ich wirklich nicht. Das ist grundlegender Anstand. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ob man da jetzt dran knobt oder nicht.
Das ist einfach anstandslos. Sorry, aber da hat wohl jemand keine gute Erziehung genossen, sag ich, wie es ist. Das ist so geil, wenn diese Leute das sagen. Das müsste er auf jeden Fall auch zu seinem Chat sagen, ne? Die haben alle keine gute Erziehung genossen. Die stimmt, jetzt ist der Chat ja auf der anderen Seite. Was kritisiert. Ja. Go fuck yourself. Das ist total respektvoll. Ganz feindlicher Dulli. Das sind zwei Beleidigungen. Widerlich. Ich guck jetzt nur mal so. Ich guck ja nicht dauernd auf den Chat, aber ich guck jetzt nur mal kurz hin. Hey, alles, was diese Leute sagen, ist Projektion. Alles, was sie über andere sagen, trifft auf sie selbst zu. Ja. Müsst ihr immer im Hinterkopf haben. Projektion. Ist groß. Das, lieber Felder, die war ja, wohl der Agitator in Höchstform. Also, das war das. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen? Nee, alles gut. Komm mal Wirtschaftstalk. Dann wird man dich im Höchstform erleben. Dann wirst du aber danach schlackern die Ohren bei dir. Lieber Jungfelser. Aber nee, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Hakon und die anderen zu dir gesagt haben. Denn Leute, ihr müsst wissen, Naitan, Hakon und Dara war es, ne? Die haben über dich gequatscht irgendwie. War richtig? Hakon und Naitan, glaube ich nur. Aber das VOD so. Ist nicht online. Habt ihr das VOD? Hat jemand von euch das VOD ganz zufällig? So, Sturmhauer schreibt gerade wieder, meine Prioritäten wären andere. Okay, ja. Wie gesagt, du äußerst dich ja auch deutlich differenzierter als Libertäre beispielsweise. Also da ist ja diese einzige Erfolgsgeschichte. Und ich hatte ja einen rosa-roten Panzer zu Gast, der meinte ja sogar, dass man früher, als wir noch keinen kapitalistischen Nationalstaat hatten, sondern verschiedene Fürstentümer, dass man ja da mehr Freiheit hatte, da man halt frei wählen konnte, wo man wohnt. Aber das unter solchen Bedingungen, wo du überall Wegezoll zahlen musst, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, beziehungsweise wo du ganz viele kleine Fürstentümer hast, dass da kein kapitalistisches Wirtschaft möglich ist. Also dass der kapitalistische Nationalstaat, das hat man ja auch in Frankreich, Großbritannien und Italien sehr gut im Vergleich gesehen. In Italien gab es keinen großen Nationalstaat, deswegen ist da der Kapitalismus nach Aufblühen des Handelskapitals quasi in eine Sackgasse geraten. Und deswegen haben Großbritannien und Frankreich halt vorher ihre Industrialisierung erlebt. Ja. Hat mich echt, dass das so eskaliert zum Schluss, hätte ich nicht erwartet, wirklich. Also da ist ja jede Diskussion hinfällig, wenn jemand nicht mal grundlegenden Anstand an den Tag legt. Sorry, das fuckt mich komplett ab, wie man so, weißt du, sich so hinstellen kann und einen auf intellektuell macht und ich habe die und die Aussage gesagt und philosophiert da von irgendwelchen Wirtschaftssachen, Digga, und kriegt nicht mal den einfachsten Respekt auf die Kette. Es tut mir leid, aber der ist einfach zu ekelhaft, der Typ. Kommt der jetzt noch zum Infekt? Nee, der kommt. Gott. Achso, du meinst, was ich vorhin gesagt habe? Nee, also das hat sich erledigt, Digga. Ich veranstalte doch keine Debatte und im Endeffekt. Also wie gesagt, Jungfeldsalat, Neiter und wir können gerne weiter debattieren über Cancel Culture und freien Diskurs. Haben wir ja bisher nicht gemacht. Ich wäre sehr gerne noch auf die Amadeo-Antonio-Stiftung und ähnliche Stasi-Vereinigungen da eingegangen. Ich glaube, du wurdest jetzt offiziell gecancelt von ihnen. Wahrscheinlich. Ja, aber sehr erfolgreich. Wie gesagt, das Gespräch haben sich 800 Leute angesehen live auf meinem Kanal, dann später nochmal, auch keine Ahnung, 7000 oder so, auf YouTube auch 5000. Also, das hat, und nicht fast alle Rückmeldungen, die ich bekommen habe, also wirklich fast alles, was ich gesehen habe. Auch die Reaktionen, wo ich, also da gehen ja auf Twitter Clips rum oder man guckt auf Twitch mal kurz rein. Und man merkt dann relativ schnell, wie die Leute drauf sind, überwiegend positiv gegenüber mir. Also, stimmt. Allein die Reaktion von Imp, das haben sich ja schon wieder über 10.000 Leute angesehen. Also, Naitan ist wirklich das Gespött des Internets geworden und ich habe diese Ideologie jetzt mehr oder minder unfreiwillig durch seinen Rage-Bit jetzt aufgezeigt, dass Cancel Culture eben doch ein Problem ist. Dass sie vor allem bei diesem Trans-Thema, bei so einem eigentlich irrelevanten Thema für die Mehrheitsbevölkerung so dermaßen an die Decke gehen, weil ihre Ideologie halt keinen Widerspruch zulässt. Mhm. Das war ja nicht mal Widerspruch. Nee, nicht wirklich. Ich habe ja nur gefragt, was das sollte, dass man da gleich wen cancelt, der da Kritik übt. Ich habe nur Bezug genommen auf jeden Fall. Was soll man dazu sagen? Ja. Würde da irgendwie meine Gästinnen irgendwelche Namen von Latz knallen, die respektlos behandeln? Nö. Also so jemand ist einfach in der Debatte auch nicht tragbar. Das konnten Leiter vorher nicht wissen, weil bisher hat ja der Agitator immer am liebsten mit Menschen geredet, mit denen man sich gegenseitig irgendwie recht geben konnte. Moment, naja. Aber nachdem ich das jetzt gesehen habe, kommt das auf keinen Fall für mich in Frage, Digga. Also nicht wissen, er hat doch die ganzen Clips und so angeguckt. Die hat er doch schon vorbereitet. Also er muss sich ja einiges von dir angeguckt haben, oder nicht dann?
Ja, Real Talk ist das. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da zu diesem Trans-Thema. Stimmt, ich habe gesagt, J.K. Rowling ist nicht transfeindlich. Ja. Oder bisher konnte mir zumindest kein Walkie irgendeinen Beleg nennen. Also ist sie es wohl nicht. Und sonst hätte mir mal so einen Beleg ja zeigen können. Tja. Ich werde nicht riskieren, dass Leute, die bei mir eingeladen sind, derartig respektlos behandelt werden. Also, nö. Wollte nur klarstellen. Also ich werde, wie gesagt, all das, was ich gesagt habe, was er gesagt hat, hat er gesagt. Und das verlinke ich im YouTube-Video. Haben wir gesehen. Und wenn jemand Transfrauen die Identität absprechen möchte, dann weiß ich nicht. Ne? Ich habe es jetzt mehrfach versucht. Dann soll er sich jetzt einfach ficken gehen. Aber er spricht dir doch auch die Identität ab, weil du bezeichnest dich ja... Weil du bezeichnest dich als Linker und er bezeichnet dich einfach als Rechtspopulist. Er spricht dir die Identität ab eigentlich, oder? Also was du wissen musst, es gibt unendlich viele Geschlechter, aber nur eine legitime politische Meinung. Das muss man erstmal ganz grundsätzlich wissen. Die ist linksradikal. Wie gesagt, ich würde ja nicht mal sagen, dass das richtig links ist. Das ist ein liberales Gegenprojekt zur traditionellen linken Bewegung. Ich würde nicht mal sagen, dass es progressiv ist oder geschweige denn anti-neoliberal, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Oder es ist schon sehr liberal. Deswegen sage ich ja. Wir haben das ja schon tausendmal durchgekaut, auch mit den ganzen Sponsoren von Human Rights Campaign und so und was da alles für Konzerne hinterstehen, ne, hinter dieser Bewegung, sage ich mal, teilweise. Ja. Ah, ich mach Augenspray. Ja. Ich meine von dem Kinsey, Alfred Kinsey, wo auch John Money später gearbeitet hat. Wer hat das Institut? Was? Jetzt begibst du dich aber wirklich auf dunkle Pfade, sag ich dir nur mal. Und das sagen wir wirklich auch. John Money, den hat Lexi auch erwähnt. Also auf den Namen stößt man immer wieder. Also man braucht sich nur zu dem Thema informieren. Na, ist ja auch egal, ich wollte gar nicht drauf eingehen, was der gemacht hat. Also das kann sich ja jeder selber angucken, googelt die Namen. Liegt ja alles offen. Das wurde von Rockefeller finanziert. Die ganze Forschung am Anfang. Ja, hatte ich, glaube ich, auch gelesen, ja. Ich brauche Augenspray. Eine Sekunde. Eieieiei. Ja. Warte, wenn wir eh schon dabei sind, ganz kurze Werbepause. Ach, ich muss mir ganz kurz Augen drauf reinmachen. Gleich wieder da, ne? Ihr werdet nichts verpassen. Schade, ich dachte, ich würde durchziehen. Stimmt, der auch noch. Hey, was die Birne hat's mir angetan. Ich trinke ja auch gerade ein Cent pro 500 Milliliter für es ging darum, dass sich extrem diskriminierend verhalten wurde, indem ein Deadname reproduziert wurde. Und es wurde von einer mehrmals darauf hingewiesen, dass man das nicht macht und dass das eine Frau ist. Und ganz ehrlich, ich muss auch einfach sagen, wenn man nicht akzeptiert, wie der Name einer Person ist oder wie eine Person angesprochen werden möchte, so wenn man den grundlegenden Anstand schon nicht aufbringt, kann ich Nathan völlig verstehen, dass er sagt, nee, kein Bock auf die Scheiße. Also, auf welcher Basis willst du mit so einem Mensch reden, wenn nicht mal grundlegender Anstand vorhanden ist oder grundlegender Respekt so? Das ist ja, da fehlt ja völlig das Fundament, also sorry. Sich hinstellen. Der Basis, dass eure Ideologie immer mehr im Rückzug begriffen ist. Also ganz ehrlich, es wäre für euch wahrscheinlich strategisch klüger gewesen, den Diskurs zu meiden. Es wäre für euch wahrscheinlich strategisch klüger gewesen, nie mit Erwin, nie mit Proletopia zu reden. Aber jetzt hat Nathan, ich vermute mal stark wegen mangelnder Impulskontrolle, so drachenlordmäßige Einladungen an andere Leute rausgehauen. Und jetzt befindet er sich halt in der Situation, dass er jede Menge Gesprächsangebote kriegt. Also trotz seiner ganzen Respektlosigkeiten. Ja, vor allem, was will er denn sonst machen in seinen Streams? Also immer, wenn ich in seinen Streams reingucke, dann sitzt er da, sagt kaum was irgendwie und guckt sich irgendwas an. Und alles, was dann meistens kommt, die sind alle dumm und wissenschaftsfeindlich und da ist ja gar keine Wissenschaft und ist alles dumm. Und die sind dumm und die sind dumm. Und alle sind eh dumm und ich bin eh der Klügste hier im Raum und keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, strategisch wäre es im Nachhinein wahrscheinlich klüger gewesen, diesen Diskurs nie zu suchen. Aber jetzt hat man erstmal diese Strategie eingeschlagen und die wieder zu rejustieren, das, oder ob man das überhaupt wieder hinkriegt. Man hat sich ja auch innerhalb der Bubble zerstritten, da hätte man mehr Geschlossenheit wahren müssen wahrscheinlich. Also wenn man jetzt rein strategisch aus Sicht der Walken denkt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht deren Strategie. Ich glaube, die haben gar keine Strategie. Doch, also doch haben sie. Meinst du? Alles also ganz gut durchkalkuliert. Der Brainbug, der ganz oben sitzt, der Dekadent vielleicht, ja, aber. Ja, auch Neiter. Yeah. Also ich glaube schon die Anführer, ja, aber jetzt Anführungszeichen, aber weiß ich nicht. Also wenn Neiter andere Leute hier als
wenn Neitern andere Leute als Faschisten, als Rechtspopulisten, als Transfeinde, als was auch immer diffamiert, also sich irgendwelchen Schwachsinn oder sie ausdenkt, oder Dara als Verschwörungstheoretiker, Karl auch als Faschisten, als, also du kennst ja die ganzen Diffamierungen, dann passiert das mit einem strategischen Hintergedanken. Das machen die nicht, weil die wirklich daran glauben. Also du versuchst ja, wie ihr du hast ja gesehen, wie verzweifelt Neitern hier versucht hat, mir was zu unterstellen, was ich nie gesagt habe. Das macht er alles mit strategischem Hintergedanken. Der macht das nicht, weil er wirklich glaubt, dass das so wäre. Also das sieht man ja nur, auch, wenn man hinschaut. Dass die Frage ist nur, ich bin jetzt komplett raus. Also was es ihnen bringt, weil du hast ja selber gesagt, Imp hat darauf reagiert, bei deinem Video ja allein auch schon tausende Aufrufe, so, die machen sie ja zum Gespött, also die treiben ja die Leute eher weg, also jeder normale Mensch, der das sieht, der sagt ja nicht, ey, geil, da gehe ich jetzt mal rein und die finde ich super, weißt du, was ich meine? Eigentlich war das ziemlich, ja, wie du sagst, keine gute Idee eigentlich, das Gespräch mit dir zum Beispiel oder mit Erwin. Also was kann man bei einem Gespräch nie vorher wissen? Es hätte ja auch sein können, dass ich total überrascht von diesem, also wahrscheinlich am souveränsten wäre es gewesen, zu sagen, ja, wenn du so ein Gespräch mit solchen Leuten anfängst, zu sagen, ja, all die Vorwürfe, du hast zu 100% recht, ich bete heimlich hier irgendwelche Nazi-Größen an und ich bin all das, was du sagst, so lass uns jetzt endlich über den Inhalt reden. Also wenn Neitern sagt, du bist ein Rechtspopulist, du bist ein Fascho, einfach sagen, ja, bin ich alles, lass weiterreden. Dann Donations hat ihm das Strategie gebracht. Er hat ja hinterher zig Subs kassiert. Ja, stimmt. Moment. Hier hat mir noch irgendwer markiert. Ah, Rollo schreibt, Herr Seiler, Respekt vor deinen Streams gestern. Deinen Stream gestern. Da haben sogar Wokies und Rechte miteinander diskutiert, auch wenn dein Internet ein Hater war. Ja, danke, Rollo. Danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Und Dave auch, der dabei war. Dankeschön. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich doch mal öfter Streams. Du siehst so wenige Walke. Auch, also, das bei dir gestern, welche im Chat waren, interessant. Ich hatte ein paar mal im Chat, die waren super respektlos. Nicht viele. Aber die haben dann irgendwelche Beleidigungen reingeschrieben, die haben andere Zuschauer angegriffen. Die habe ich dann wieder gebannt, weil die nichts als stumm gemacht haben. Also bei mir ist jeder willkommen. Die können bei mir auch. Hier, solange sie nicht beleidigen. Ja, bei dir ja eh. Bei dir ja eh. Ja. Ne? Ah, danke für den Raid übrigens, Leute. Du hast mich ja geradet, wo ich mit Baba geredet habe. Ja. Stimmt, da hatte ich gerade eine Pause, habe mir Kaffee geholt und gedacht, so mit dem Hauptthema bin ich durch. Ich reagiere eh nur eine Stunde, eine halbe Stunde oder so. Und da dachte ich, du kannst in deinem Gespräch mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. War anscheinend gar nicht so schlimm. Also ich hatte ja mal kurz war nicht reingehört. So schlimm. Ja, danke. Mein erster Raider. Sehr, sehr geil. Ja, ich muss aber gleich los. Schaffen wir das noch, das Video? Ich hoffe, wir schaffen es noch. Nee, 10 Minuten kann ich noch. Ich glaube, das schafft. Obwohl, 10 Minuten kannst du noch. Dann, wie gesagt, ich komme dann auch wieder, aber erst in einer Dreiviertelstunde oder so. Ja, mach dir keinen Stress. Also ich glaube, nachher, ich mache eh nicht so lange. Also nachher bin ich dann eh schon fertig. Also dann, wir machen alles noch ein bisschen und dann, ich glaube, ich reagiere dann trotzdem noch weiter, weil das so lustig war. Scheint ja den Zuschauern auch zu gefallen, wie ich sehe. Ja, es zieht halt Leute an, ne? Das muss man sagen. Sturmhaube schreibt gerade, tja, wäre Sturmhaube doch Mod, würde er den Chat rechtzeitig von morgen säubern. Ja. Und sagen, dass Transfrauen keine Frauen sind, die gegen die LGBTQ-Bewegung sind. Ich frage mich halt jetzt ernsthaft, was der Talk gebracht hat, außer Viewer. Jede Seite beansprucht ja jetzt den Gewinn für sich und richtiger Diskurs kam da jetzt auch nicht zustande. Ich sag mal so, die keinen Bock auf Fakten haben, die werden nicht nachprüfen, ob der Agitator, die das seine Aussagen, die Neitern. Ja, ich glaube, hier können wir abbrechen. Ja, dem muss man sich nur anschließen. Die keinen Bock auf Fakten haben, die werden nicht nachprüfen, was Neitern gesagt hat. Ja. Kann ich mich nur anschließen. Und ich meine, wir hätten ja eine inhaltliche Debatte über Cancel Culture führen können. Also, wie gesagt, an der Amadeo-Antonio-Stiftung hätte ich gerne noch drüber geredet. Also, wie gesagt, Neitern, wir können gerne weiterreden, aber du hast den Talk ja leider verlassen. Aus so einen Gründen. Da auch wieder ekligen Mensch, ja. Vor Plato. Kein Zentimeter für transfeindliche Wichser. Ja, komm, ey. Stimmt, ich muss mal wieder Populist, Alter, was für ein ekelhafter Chat. Also wirklich. Ach, Schwurbler, gut, dass ihr nicht so seid, Leute, die alle hier sind. Ganz dickes Herz hier an euch. Deine Zuschauer sind based. Warum macht ihr nicht mal eine sauber belegte Psychoanalyse von Neitern? Ich glaube, da kann sich jeder seinen Teil schließen. Weil dann heißt das, wir pathologisieren und da sind ganz böse ableistisch wahrscheinlich oder so. Irgendwie kommt dann.
Also ganz ehrlich, wenn du so drauf bist, dann musst du, keine Ahnung, ob das psychische Krankheiten, psychische Verhalten, ich bin ja ein Psychologe, ich will da gar nicht rumdeletieren, aber dann musst du schon bösartig drauf sein, wenn du so agierst wie Naltan, Dara oder Dekaldent das machen. Also dann kannst du nicht ganz ein einfacher Mensch sein, sag ich mal. Ja, und vor allem, was er gesagt hat, eben Jörg Feldsalat, wer ist denn derjenige, der schuld daran ist, dass kein Diskurs zustande kam? Also offensichtlich hat ja Herr Naltan ständig abgelenkt vom Thema. Und immer wenn du versucht hast, auf inhaltliche Ebene zu gehen, wie mit BSW oder eben mit Syrien, da wollte er erst gar nichts von wissen. Er ist immer wieder zu dem Thema zurück oder hat abgelenkt. Dass es bloß nicht um irgendwas geht, was... Es ging nur darum, dich irgendwie schlecht hinzustellen, schlechtes Licht zu rücken. Genau, in der Gestalt war das interessant. Das Gefühl. Mir zu unterstellen, ich wollte dann Syrien irgendwie rumwenden wollen, damit die Flüchtlinge da einsperren wollen oder so. Das geht noch, aber wenn ich dann erkläre, nein, in Syrien, da sind die politischen Verhältnisse so und so, da hat der Westen nachweislich den Islamischen Staat, Al-Nusra-Front, mit hochgerüstet, um Assad zu stürzen. Also es gibt Aussagen von hochrangigen türkischen und israelischen Beamten, die sagen, ach, was wollt ihr denn vom Islamischen Staat? Also die Türkei sagt, ach, die Kurden, die sind doch noch viel, viel schlimmer als der IS, also da oder als Al-Nusra-Front. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja. Und Waffenlieferungen von der Türkei an Al-Nusra-Front, die sind belegt. Da wurden Journalisten in der Türkei für verfolgt. Und aus Israel, da gibt es dann Aussagen, ja, der Islamische Staat, also gibt es ein Buch von Michael Lüders. Ich weiß nicht, ob das in Wer den Wind sieht oder die in den Sturm ernten war, aber was wollt ihr denn? So schlimm ist der IS doch gar nicht. Der Iran ist doch viel, viel schlimmer. Also der IS ist quasi so strategisch, der hilft uns doch strategisch gegen den Iran. Ja. Ja. Ja, das ist... So kann man das sehen, wenn man halt, wenn es einem völlig egal ist, dass das so ein ganzes Land in Brand gesteckt wurde, ein halber Kontinent. Also der IS, der war ja jetzt auch noch deutlich... Sorry, weiter. Was? Ich wollte nur sagen, wie sagt Wolfgang immer, pure Ideologie. Das hat er von Slavoj Žižek. Ach so, okay, ja, das... Ihr Nachtschmied schreibt, du ignorierst hier alle auf Krampf. Was? Ich ignoriere hier alle auf Krampf? Wo? Der Streamer ignoriert ja alle auf Krampf. Da weiß ich nicht. Ja, weil wir ein bisschen weniger auf den Chat jetzt bei der Reaction geachtet haben. Es tut mir auch leid. Ich habe den Chat hier leider nur bei Handy und sonst habe ich hier das Discord offen. Ich gucke ja auch immer nur sporadisch rein. Also hier gehen gerade Leute, wie gesagt, dass Naltan Autismus hat überhaupt nichts mit seinem Verhalten zu tun. Also Autismus sorgt nicht, meines Wissens nach, nicht dafür, dass du komplett bösartig wirst. Oder dass du halt einfachste Benimmregeln nicht befolgen kannst. Also. Ach so, du beziehst dich auf Sonne, Mond, weiter oben, alles klar. Ja. Ach, pathologisieren hin oder her. Ich finde, wenn man so angegriffen wird, darf man auch mal emotional werden oder sich Gedanken machen, woher das Verhalten Naltans kommt. Der stirbt ja nicht gleich davon. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, ich habe ihm ja gar keine psychische Krankheit unterstellt. Ich habe ihm nur unterstellt, dass das nicht das netteste Verhalten ist und das, wie gesagt, nicht gerade auf charakterliche Reife schließen lässt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber das kann jeder selbst entscheiden, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Habe ich ja gesagt, dass ich, wie gesagt, ich würde sagen, es ist aus Sicht der Walken schon rational, dass sie so vorgehen. Dass sie das dann mit einer gewissen Kühle durchziehen, das ist auch logisch. Also sie haben keine Argumente. Wenn sie auf einen freien Diskurs setzen würden, dann würden sie scheitern. Also ich weiß, dass er, das habe ich wohl jetzt öfters gesehen, der hat es, glaube ich, auch in seiner Twitch-Bio stehen, dass er irgendwie autistisch ist. Der Naltan, ja, aber das sorgt nicht dafür, dass du plötzlich misanthropisch bist. Also das gleich zu, also das wäre mir jetzt nicht bekannt. Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Dass diese Leute schon sehr misanthropisch immer sind, ne? Irgendwie. Ja, aber wie gesagt, das also hat mir nicht mit Autismus zu tun. Also außerhalb ihrer Bubble sind ja eh alles schlechte Menschen, alles Schweine und alles, alle, nicht, die nicht vegan sind, sie eh Mörder und dies und das, also ne, die sind ja selber sehr, sehr misanthropisch, wie du sagst, unterwegs. Das ist mir auch aufgefallen, dass die extremen Hass auf andere Menschen haben, jetzt die außerhalb ihrer Bubble. Ja, man muss das, glaube ich, auch gar nicht pathologisieren. Ich meine, es ist ja eine tägliche Entscheidung, wie du mit anderen Menschen umgehst. Also du kannst deinen Charakter ja auch ändern, wenn du ein bisschen, wenn du das willst, in gewisser Art und Weise. Ja, du sollst halt aufhören, transfeindlich zu sein. Das könntest du ja auch machen, Agitator. Ja, sich für einen freien Diskurs und respektvollen Umgang auszusprechen, das ist Transfeindlichkeit. Da kann ich so hinweisen.
Das ist auch rechtspopulistisch, wenn man nicht alle in der AfD als Nazis und Faschisten diffamiert, egal ob sie es sind oder nicht, und sich vernünftig deren einzelne Position anschaut und sagt, okay, finde ich gut, finde ich nicht gut. Wenn man versucht, es differenziert zu betrachten, dann ist man ein Rechtspopulist. Das müsst ihr wissen. Aber weißt du, manchmal, das ist jetzt ein ganz, ganz krasser Take, aber manchmal denke ich mir so, vielleicht, wenn wir solche Leute hier haben, haben wir es vielleicht auch nicht anders verdient, dass die AfD an die Macht kommt. So, wenn solche Leute einfach hier irgendwie den Diskurs bestimmen mit, vielleicht haben wir es dann einfach nicht verdient, dass die AfD dann drankommt. Also. Ja, wie gesagt, es wäre spannend zu sehen, wenn in Ostdeutschland Ministerpräsidenten stellen, was für eine Politik die da machen würden. Ja. Geh mal aus davon eine starke Neoliberale und das könnte viele Wähler enttäuschen und dann könnte zum BSW überlaufen. Das wird spannend zu sehen. Ja. Gibt es auch Woke-Populisten? Wie gesagt, Populismus ist richtig und wichtig, weil es gerade der Rollo im Chat fragt. Populismus ist etwas Gutes, das sollten wir anstreben. Populus heißt ja Volk, also sich für die Interessen des Volkes einsetzen. Sind wir ja auch in gewisser Weise, würde ich es einfach behaupten, oder? Jetzt nach der Definition im Sinne von ja, für die Interessen des Volkes. Also ich sage ja auch oft, oder du ja auch, wir setzen uns ja schon für die Interessen der Minderheit, der eher Mittel- bis Unterschicht ein, in Anführungszeichen. Das ist ja die Mehrheit im Grunde der Bevölkerung. Also wird ja, so, ja. Was je nachdem, natürlich du einen sehr, sehr, sehr kleinen Rahmen. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwas bewegen werde, aber es ist ja trotzdem in ganz kleiner Miniform auch Populismus vielleicht in gewisser Weise. Ja, naja, was wäre denn das Gegenstück zu Populismus? Das ist ja Elitismus. Will man das, also eine Strategie gerichtet, die nur auf die Eliten ist? Die Walken, die sind elitistisch. Ja, die eben. Wollen die Eliten ja, überzeugen. Ja, das ist das Ding. Ja. Die Neoliberalen. Bei den Rechten bin ich mir nicht so sicher. Bei den Rechten bin ich mir nicht so sicher, weil eigentlich dienen sie eher den Reichen, ne? Also ich sehe auch sehr viele Neoliberalen. Es geht gerade nicht um die, nicht mal von der politischen Kommunikation her jetzt. Ach so, okay, ja. Also jemand wie Julian Reichelt, der konzentriert sich ja schon darauf, die breite Masse zu erreichen. Aber wem er letztlich dient, das ist klar. Frank Gotthardt, Milliardär, Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU Rheinland-Pfalz. Wie gesagt, ein superreicher, strammer Transatlantiker, auf wessen Seite wird der so sein? Wofür wird Julian Reichelt wo Werbung machen? Also, wie gesagt, in News, da kommen ja selbst antideutsche Takes, um da die Deutschen jetzt aktuell auch auf Krieg und Entmenschlichung in anderen Konflikten vorzubereiten. Also, was soll man dazu noch sagen? Ja. So. So, wollen wir noch ein bisschen weiter oder musst du jetzt weg? 5 Minuten kann ich noch. Deswegen, da waren ja gerade so ins Quatschen gekommen jetzt. Ja. Ihm da vorserviert hat, wirklich gesagt hat, so, Neidhardt hat gesagt, die hast du gesagt, wir haben gesehen, dass sie gesagt wurden, wir haben die Clips nachgeguckt und ich glaube, an der Stelle bin ich ungefähr dazu gestoßen. Ich weiß nicht mehr genau, ich hatte da gerade gelernt und da hatte ich auf meinem Tablet, bin ich kurz auf Twitch gegangen und gesehen, ach, Jungfeldsalat, der redet ja über mich. Ja, also von dem habe ich ja bisher noch keine sonderlich negative Meinung. Ich meine, das war ja auch einer, der bisher eher weniger gegen Proletopia, zumindest so wie ich es mitbekommen hatte, geschossen hat. Ich meine, ich bekomme das ja nur mit, weil Proletopia dann nochmal drauf reagiert, wenn die Leute gegen ihn schießen. Aber das ist ja wirklich maximal Bad Faith, was er hier macht. Ja. Agitano hat da gelogen und wenn sich auch nur einer oder zwei aus dieser Bubble die Mühe gemacht haben, das nachzuprüfen. Jungfeldsalat, du behauptest, ich hätte gelogen. Also ich biete dir eine Debatte an, muss auch, wie gesagt, wir können auch über Aussagen von mir reden und ich kann sie dir alle erklären. Da kann ich dir eine vernünftige materialistische Analyse, eine vernünftige strategische Position aus der Sicht des BSW liefern. Da kann ich dir erklären, was ich gemeint habe. Gerne. Ja. Ich bin bereit zu einem Gespräch. Und erkannt haben, hey, guck mal, das ist ein Lügner. Dann ist da schon viel gewonnen. Oh, ja, genau. Ja, ganz ehrlich so. Es ist halt einfach... Also es, Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also wie gesagt, ich habe, wie gesagt, auf YouTube haben sich ja 5000 Leute angeguckt. Also wirklich fast alle Kommentare, die bei mir gekommen sind, waren teils ziemlich heftig gegen Neidhardt gerichtet. Also allen war klar, was er da veranstaltet hat und wie lächerlich das aus Sicht eines Nicht-Walken ist. Und selbst unter Neidhardts Video war die Hälfte der Kommentare gegen ihn. Ich hatte ja gerade eben nochmal geguckt. Also das war ja wirklich einfach nur unangenehm, durchweg. Dieses Lügen, offensichtliche Lügen, man konnte es direkt nachgucken jetzt.
dann zum Schluss dieses Fehlen von einem Funken Mindestanstand und so weiter. Da hat er die Reißleine ziehen und da hat er die Reißleine gezogen und ich befürworte das. Die gegen Feminismus sind, die gegen. Wurden sie nicht? Digga, wir haben es doch gesehen. Agitator, bitte. Ja, da wir haben es einfach gesehen. Da bin ich gerade in den Chat gekommen. Das ist ja toll. Sehr gut. Er hat dich zitiert. Wir haben den Clip geguckt. Du hast es gesagt. Wir sind wieder zurück in dieses Video und du sagst, das habe ich nicht gesagt. Junge. So, was soll ich jetzt machen? So, das ist wie wenn du Flacherdler in der Rakete hockst, mit dem du auf den Mond fliegst und sagst, da guck aus dem Fenster, die Erde ist ein Klo. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Also so ein Blödsinn. Wir haben es eben angeguckt. Junge, es ist unglaublich. Also diese Leute leben entweder in einer anderen Realität oder ja, sie lügen absichtlich. Globus, dann würdest du noch sagen, ja, nee, die Scheiben sind manipuliert, um mir vorzuspielen, dass es ein Globus ist. Es ist unmöglich. Es scheint mir unmöglich, ne? An dich mit Fakten ranzukommen. Ja, alles, was diese Leute sagen, ist Projektion. Mit Fakten. Hä, was denn für Fakten in dem Moment? Ihr behauptet, dass er das und das gesagt hat, er nicht so gesagt. Und jetzt kommst du, was für Fakten? Er hat doch die Fakten, wir haben doch die Fakten gesehen, dass du eben nicht das gesagt hast, was behauptet wurde. Und jetzt versucht man, sich in eine Verschwörungsecke zu stellen. Ja, das hat Dara ja schon gemacht. Also, jetzt das kommt bin ich er ja mit schon Flacherdler an. Junge, weißt du, dieser Bekämpfung gegen die Verschwörungstheoretiker oder über einen Verschwörungstheoretiker zu sehen, du wirst ja selber quasi da, wie er jetzt zum Verschwörungstheoretiker. Wenn du jeden irgendwie als irgendwen was darstellen willst, was er nicht ist, oder wenn du irgendwo was reininterpretierst, weil anders kann ich mir das nicht mehr. Man muss ja irgendwas Bösartiges reininterpretieren, Böswilliges reininterpretieren, wenn du einfach, ne? Wenn ja, du das so ja. einfach aus dem Kontext ziehst. Also deswegen habe ich mit Imte auch schon einen Talk zu gemacht, ist auf meinem Erstkanal über Verschwörungstheorien. Könnt ihr euch ansehen und da begründen wir lang und breit, warum wir dieses Wort an sich eigentlich schon ablehnen. Weil es dazu dient, um so ja, völlig absurde Konzepte wie die flache Erde in einen Topf mit vernünftigen geopolitischen Analysen zu werfen. Oder ja, vor allem, mit Kritik an der Gender-Ideologie in dem Fall jetzt. Vor allem, was hat das Flacherdler jetzt damit zu tun? Alles Verschwörungstheorien. Was konstruiert er sich da jetzt zusammen? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, das ist ein abwertender Pauschalbegriff, wie rechts oder Faschisten. Er konstruiert aus einem Zitat jetzt einfach, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist. Ich verstehe das gerade nicht. Es muss keinen Sinn ergeben. Es ist ein abwertender Pauschal. Es ist Feindmarkierung. Mehr ist das nicht. Ja, sind sie halt gut drin immer. Das ist keine Ahnung, Digga. Scheint mir einfach unmöglich. Reininterpretiert. Cap ab, lass mal ein bisschen frische Luft an deinen Kopf und wach endlich mal auf, Digga. Wach endlich mal auf. Reininterpretiert, was ich nicht gesagt habe. Doch, du hast es gesagt. 1:1, meine Güte, ey. 1:1 einfach. Es war doch nicht mal sinngemäß von Neitan. Ist witzig, ich hab's gerade schon gesagt, er hat's reininterpretiert. Das hast du jetzt auch im Chat geschrieben, ne? Ich hab's eben ja auch gerade gesagt. Er interpretiert da einfach was rein. Ja, so, genau so ist es. Er merkt's nicht. Ja. Oder er merkt's und ist einfach nur, er lügt einfach nur. Eins von beiden. Oder er ist wirklich einfach so. Weiß ich nicht. Wiedergegeben. Einfach 1:1. Ich finde den einen Kommentar hier im Chat, den sehe ich hier gerade, der nennt sich links What the fuck. Also als die fühlen sich persönlich angegriffen, wenn sich jemand links nennt, der nicht in ihrem Lager ist. Weil das für die eben nicht deskriptiv verwendet wird, sondern moralisch. Links ist für die ein Synonym für moralisch gut und rechts ist für die ein Synonym für moralisch böse. Schwachsinn. Weil dann müssten ja die in der Französischen Revolution auch moralisch, die waren ja auch links, ne, die Revolutionäre. Mhm. Oder? Da ging das ja los mit diesen Links- und Rechtseinteilen, ja, wenn ich mich nicht. Ich habe ein Buch gelesen zu und den Film auch geguckt von 1989. Und die saßen ja links. Und die Linken, also der Robespierre, der war ja komplett durch, ne? Der ist ja dann komplett durchgedreht am Ende. Und die haben ja alle möglichen Leute gekillt. Ja, aber jede Gruppe in der Französischen Revolution hat Leute gekillt. Das ist jetzt, wie gesagt, deswegen finde ich diese Gleichsetzung von links und rechts immer ein bisschen schwachsinnig. Also Robespierre hat seine Gegner umbringen lassen, aber die Thermidor-Reaktion, die nach ihm an der Macht war, die haben genauso viele Leute umbringen lassen. Ja, ich weiß. Und Napoleon hat auch jeden erschießen lassen, der sich dagegen den neuen Staat gewehrt hat. Ich meine, aber sie waren ja... Das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Robespierre, meine ich. Nee, ja, da hast du recht. Das war sowieso, die haben sich ja alle da gegenseitig irgendwie
Und da, der ist auch ein Verschwörer und da haben sie ihm was untergeschrieben. Naja, klar. Und da schreibt übrigens auch einer, der ist so links, dass er rechts rauskommt. Ich glaube eher, sie sind so links, dass sie rechts rauskommen. So habe ich eher das Gefühl. Weil, also, keine Ahnung. Linker Short sehe ich da gerade. Also, liebe Leute, das ist ein wichtiger Hinweis. Wir brauchen mehr linke Shorts-Kanäle. Bitte nehmt, also alle, die nicht selber streamen und die ein bisschen Freizeit haben, nehmt euch mal große linke Kanäle, Wohlstand für alle, Grenzgänger-Studios oder Reden von Sarah Wagenknecht beispielsweise oder Videos für meinem Kanal hier, Videos von Sella. Nehmt euch da mal Clips da Sachen raus und verbreitet die als Shorts weiter oder als kurze Clips. Ich meine, auf TikTok, da kann man ja auch 5-minütige Videos raushauen und auf YouTube kann man das auch als 5-minütigen Clip posten. Das geht ja auch. Also ich finde, es wächst auch gerade echt was Gutes zusammen da jetzt. Ne? Ja, kommt, so Jung Moraler kommt auf den Proletopia-Server beispielsweise oder auf den Server von Jung Moralapostel. Also die haben ja fast alle eigene Server, die linken Kreaturen. Wenn ihr euch da vernetzen wollt, dann kommt da drauf. Schreibt es tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt... Ja, also, genau. Ja. Ich wollte nur sagen, ich muss jetzt leider los. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich komme dann vielleicht nochmal rein und gucke hier nochmal zu, wenn ich wiederkomme. Besser noch Streams. Und ja, macht's gut, liebe Leute im Chat, und macht's gut, Agitator. Ciao, ciao, Sella. Viel Spaß dir noch. So, danke. Jo.